Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Doppelt hält besser. Wunderschönen guten Morgen. Ganz recht herzlich willkommen hier zur Live-Beratung bei Astro TV. Ich freue mich, dass ich jetzt 2 Stunden für euch zu Hause da sein kann. Ich bin Anja Burkhardt, medialer Energie- und Life-Coach und jetzt von 7 bis 9 Uhr für dich erreichbar. Ihr wisst, wir senden live aus Berlin. Das heißt, wenn du eine Frage hast, wenn du dir einen Lichtblick abholen möchtest, einen lichtvollen Moment der aktuellen Zeit, vielleicht aber auch für deine Kinder oder auch Kindeskinder etwas wissen möchtest, dann hast du jetzt die Chance, zu mir zu kommen. Und zwar über die 0137 99 11880. Von 7 bis 9, das heißt, eine Doppelstunde liegt vor uns. 2 Stunden haben wir Zeit. Die können wir jetzt geruhsam miteinander verbringen. Übrigens die einzigen Beratungsstunden hier am Vormittag bis 12 Uhr. Ja, wenn du nachher aus dem Haus gehen musst und gar nicht mehr die Möglichkeit hast, dich hier einzuwählen in der Live-Beratung, dann nutze jetzt deine Chance. Es heißt ja auch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Geh bitte entlastet in den Tag. Ja? Nimm eine Klarheit mit in den Tag. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren, fast 25 Jahren, mit den Karten, ganz speziell mit dem Rider-Waite-Tarot. Ein tiefenpsychologisches Kartendeck, das ich natürlich hier einsetzen werde in den Beratungen. Genauso arbeite ich aber auch heute wieder mit meinem numerologischen Krafttier-Orakel. Das ist ja ganz, ganz wichtig für die Erstellung deines Glückscodes, deines Glücksschwingungscodes. Falls du den noch nicht haben solltest, bleib einfach mal dabei. Ich werde ein bisschen was noch dazu erklären. Der Glückscode, da steht ja auch schon. Diese Zahlenschwingung enthält deine persönliche Glücksschwingung. Wenn du diesen Zahlencode mehrfach täglich laut aussprichst, idealerweise ein paar Mal hintereinander, wie eine Art Mantra, dann spürst du die Schwingung auch so richtig schön. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel wäre dein Glückscode die 19126. Ja, dann bitte ich dich, mehrfach täglich diesen Code hintereinander auszusprechen. 19126, 19126, 19126. Je öfter du das machst, umso stärker spürst du auch die Schwingung. Diese Schwingung erhöht dein eigenes Schwingungssystem. Das heißt, schenkt dir gleich sofort Kraft und Power. Es kommen nach und nach mehr Klarheit. Ja? Das heißt, das Mentale lichtet sich, der Mentalkörper wird gereinigt, deine Emotionen lichten sich. Der Emotionalkörper wird gereinigt und genauso passiert das dann auch in der Materie, in den Dingen, die dich umgeben. Aber gleich mehr dazu hier in der Sendung. Wir starten mal rein in die schnelle Runde. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Hier ist die Jutta. Guten Morgen, Anja. Oh, ich höre dich ganz leise, meine Liebe. Vielleicht können wir dich ein bisschen lauter drehen. Sag mir doch deinen Namen bitte nochmal. Da ist die Jutta, Anja. Jetzt haben wir es, Jutta. Jetzt höre ich dich fantastisch. Was kann ich tun? Ich hätte gerne das Reinigungsritual, bitte. Sehr, sehr gerne, Jutta. Da habe ich noch gar nichts zu erzählt, werde ich aber noch machen während der Sendung. Jutta, ich schreibe dich natürlich mit rein. Wann hast du Geburtstag? Am 7.9.1969. 7.9.69. So, du stehst auf der Liste mit drauf. Ich arbeite mit der Blume des Lebens unter anderem. Ich arbeite mit Pranalit, geht sofort mit dir und deinem System in die Verbindung, wandelt negativ zu positiv. Mehr Informationen gleich noch in der Sendung. Außerdem bist du am 28.2. in einer energetischen Waschung auch noch mit dabei. Da kommt extra noch mal so ein Entlastungsschub. Jutta, ich wünsche dir einen wunderschönen, befreiten Tag. Dankeschön. Alles Gute, Liebe. Tschüss. Erdende Klänge habe ich mitgebracht. Ja, fließen zu euch nach Hause für die Jutta und für euch alle anderen natürlich auch. Immer wenn ich die Klangschale anschlage, könnt ihr tief einatmen und alle Belastung bitte wieder ausatmen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Hier ist die Maria. Maria, ich grüße dich. Was kann ich tun? Reinigung, bitte. Ich höre leider nichts, Maria. Nochmal bitte.
Die Reinigung hätte ich. Sehr gerne. Ich glaube, ich habe einen Wackelkontakt im Ohr. Maria, so, jetzt nehmen wir dich erst damit rein. Jetzt höre ich dich wieder. Wann hast du Geburtstag, meine Liebe? 26.12.42. Zu Weihnachten hast du Geburtstag. Wunderbar. Meine Liebe, du bist natürlich mit dabei. Pranalit geht auch mit deinem System sofort in die Verbindung. Es kann sein, dass du vielleicht auch ein Prickeln spürst innerhalb der nächsten Minuten schon. Ja? Die Wandlung beginnt bereits energetisch und einen Push gibt es nochmal am letzten Februartag. Ich reinige euch täglich übrigens, den ganzen Februar über, dürft ihr diese Entlastung genießen. Es ist fantastisch und wirklich nur im Februar möglich. Ich wünsche dir alles Gute, Maria. Dankeschön, du bist Anja. Dabei. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ist das nicht herrlich? Nur im Februar habt ihr die Chance, beim Reinigungsritual dabei zu sein. Ja? Das wird mein einziges Ritual sein bis zu Ostern. Ostern haben wir erst im April. Ganz viele von euch haben nach dieser energetischen Unterstützung gefragt. Ihr wisst, dass ich relativ selten Zeremonien mache. Jetzt könnt ihr dabei sein. Jeden Tag reinige ich euch mit Pranalit, Gebeten und die Blume des Lebens wirkt auch für euch. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Hallo Anja, da ist nochmal die Jutta, hallo. Ja, super Jutta, was kann ich tun? Ja. Ich hätte gerne noch von dir die Seelenbotschaft, bitte. Ja, sehr gern, da gucken wir doch mal rein. Liebe Jutta, die Energien fließen schon. Ich merke richtig, wie die Hitze in meinen Kopf steigt. Ich bin mal gespannt, wie es dir im Laufe des Tages geht. Meine liebe Jutta, hör bitte immer auf deine innere Stimme, gerade jetzt zur Zeit. Ja, bitte dich deine Seele, denn dein Herz, dein Bauchgefühl führt dich immer richtig. Und um diese innere Stimme wirklich auch laut genug wahrnehmen zu können, geh öfter mal alleine in die Natur, an die frische Luft. Ja, und seien es nur 15 Minuten, eine Viertelstunde. Ja, mal tief die Luft einatmen, wieder ausatmen, das reinigt dich. Dann kommst du wieder in deine innere Mitte, in deine innere Stille. Und da vernimmst du genau, was du wirklich willst und was du nicht willst und handle bitte auch danach, okay? Du handelst zurzeit öfter gegen dein Herz und das ist nicht gut. Ne? Okay. Ich wünsche dir alles Gute, Jutta. Hab einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss, Anja. Tschüss. So, weiter geht's. Frage, Reinigungsritual. Nur im Februar möglich. Frage, ach so, hatte ich gerade. Licht, ein Lichtblick. Ja, gibt's auch hier bei mir. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Karin, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Karin. Ich hätte auch gerne das Reinigungsritual. Sehr, sehr gerne, liebe Karin. Da bist du natürlich mit dabei. Karin, wann hast du Geburtstag? 5.1.1960. 1960, so. Der Pranalit geht jetzt auch mit deinem System in Verbindung. Kann sein, dass der Körper sogar ein bisschen kribbelt. Ja? Das alte Themen fließen jetzt aus, wandeln sich in neue Kraft, in neuen Power. Genieß diesen Prozess, der wird den ganzen Februar über täglich stattfinden. Ich wünsche dir alles Gute, Karin. Sehr schön. Hab einen schönen Vielen Tag. Dank. Tschüss. Danke. Toll, dass ihr die Gelegenheit nutzt. Wir haben hier schon zwei volle Listen. Die ist schon voll, ja? Die ist hier fast voll. Ihr seht ja, hier stehen überall schon Namen drauf. Ein paar Listen habe ich noch, aber nicht unendlich viele. Hier ist die Anja, wer hat es geschafft? Guten Morgen. Hallo, hallo Anja, da ist nochmal die Jutta. Jutta, aller guten Dinge sind drei, heißt es. Ja, was kann ich tun? Ich halte jetzt gerne noch den Glückscode, bitte. Sehr gerne, Jutta, bitte aufschreiben. Ne, du weißt, mehrfach täglich ein paar Mal hintereinander aussprechen, morgens und abends würde auch ausreichend sein. Stell ihn dir gerne an deinem Bartspiegel, da siehst du ihn ja, bei der Morgen- und Abendtoilette. Ne? Ja, wenn wir Zähne putzen, da gucken wir ja automatisch dann öfter mal in den Spiegel rein. Ich habe übrigens meinen auf ein Klebepad geschrieben und an meinen Spiegel gehängt. Kannst du auch so machen, wenn du magst. Ja, Jutta, Liebe, 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 ganz viel Liebe. Und das beginnt immer bei Selbstliebe, Herzheilung. Ne? Das ist ein Prozess, der freigesetzt wird. Du wirst hier emotional in die Freiheit gebracht. Es ist wunderbar, ein Befreiungsprozess. Schreib mal bitte auf 4, 3. 1. Ja. 3, 5. 4, 3, 1, 3, 5. Kannst du gleich weitermachen und Erzengel Chamuel ist ab sofort dein Schutzengel. Alles Gute. Ja? Vielen Dank, Anja. Sehr gerne, tschüss, meine Liebe. Danke, ihr Lieben, wenn ein Erzengel kommt, ja, dann weiß er, dass ihr diese Frequenz ganz besonders braucht. Hier geht es um Liebe, es geht um Herzöffnung und Herzheilung auf energetischer Ebene gesehen, dass ihr eure Herzen wieder öffnen könnt. Wir haben ein Jahr der Herzensentscheidung, ein numerologisches Jahr der 6, ein Jahr der Liebenden. Und die Karte der Liebenden im Tarot ist immer die Karte der Entscheidung, und zwar der Herzensentscheidung. Alles, was euren Herzresonanzen nicht mehr entspricht, will
jetzt in die Trennung gehen, ja? Weil es dir nicht gut tut. Und wir wollen, oder das Schicksal, das Leben will, dass wir wieder unsere Herzenswege finden, ja, dass es uns allen gut geht. Denn dann geht auch der Hass, die Aggression, der Kampf im Außen weg. Ja. Wie innen, so außen finden wir in die Harmonie, findet das Ganze auch im Außen statt. Und das ist jetzt gerade besonders wichtig. Bitte ins Laufband schauen, bevor ihr euch einwählt. Denkt dran, dann kann es weitergehen. Hier ist die Anja, guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Ja, hier ist die Maria nochmal. Maria. Ich hätte gerne den Glückscode. Bitte. Sehr gerne. Schreib ihn dir bitte auf, meine Liebe. Ja. Mein Gott, sind wir nur zu dritt oder zu viert heute? Könnte man fast meinen. Aber das ist ein sehr natürlicher Prozess. Wenn ihr einmal mit meiner Energie verbunden seid, klappt es eben auch öfter. Da merkst du schon, dass die Schwingungserhöhung bereits funktioniert. Meine Liebe, hier geht auch noch mal so eine Rest-Mutter-Thematik raus. Ja? Das heißt, du kriegst einen gesunden Zugang auch zu deiner Weiblichkeit, deinem Göttinnengefühl. Da hatte deine Mutter auch schon ein Thema mit. Und du darfst das jetzt komplett befreien. Es kommt viel mehr Wertschätzung in dein Leben aus der Umgebung, dem Umfeld, auch von anderen Menschen und vor allem mehr Lebensfreude, meine liebe Maria. Schreib dir mal bitte auf. 37 44 37 44 34 37 44 34 37 44 34. Kannst gleich weitermachen, ja? Drei Wochen bitte. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, schön. Ihr erkennt euch auch in diesen Themen immer wieder. Übrigens so eine Mutterthematik, wenn da noch etwas nicht im Frieden ist. Das heißt übrigens nicht, dass man mit der Mutter ein Problem haben muss. Das sind manchmal karmische, energetische Belastungen, die über die Mutterlinie auf euch Damen dann auch weitergetragen wurden. Das können auch karmische Belastungen sein. Dann kann man ganz schwer annehmen und empfangen im Leben. Ja, dann fühlt man sich oft sehr in der Opferrolle und ein bisschen alleingelassen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hier ist die Edith. Ich habe eine Frage. Ja. Werde ich noch mal jemanden kennenlernen? Okay, wir gucken mal, liebe Edith, ob in diesem Jahr da was vorgesehen ist. Es ist ja ein Jahr der Liebe, der Liebesentscheidung, Herzentscheidung, auch Herzöffnung. Wer wirklich will, hat die Chance, sich in diesem Jahr neu zu verlieben. Guck mal, bei dir liegt auch die Karte der Liebenden, die Karte der Herzentscheidung. Du hast sogar schon die Möglichkeit, innerhalb der nächsten 2 Monate eine solche Herzentscheidung zu treffen. Und es kann gut sein, dass du diesen Mann sogar schon kennst. Er ist ein bisschen jünger als du. Fühl mal rein, okay? Wenn er noch nicht da ist, wird er dir in kürzester Zeit begegnen. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Das ist die Zeitqualität des Jahres 2022. Damit ihr das auch mal sehen könnt, ein numerologisches Jahr der 6. Hier finden Herzen zueinander, Menschen, die zueinander gehören und passen, aus einer Seelenfamilie kommen, die eine ähnliche Schwingung haben, die unserer Herzresonanz entsprechen. Und das wünscht sich doch jeder von uns. Man sagt was und der andere versteht einen blind. Oder man braucht eigentlich fast gar nichts sagen. Der andere liest einen schon aus den Augen ab, was du denkst, was du fühlst. Du wirst verstanden und angenommen, so wie du bist. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Wenn du dich nach so einer Beziehung sehnst, ich gucke gerne auch für dich, ja, in einer Art Liebestrend, wenn du möchtest. Vielleicht bist du auch in einer Beziehung und weißt sie nicht so recht einzuschätzen. Ja? Gibt es da noch Potenzial, wenn es nicht mehr gut läuft? Oder du hast neu jemanden kennengelernt und bist noch ein bisschen ängstlich? Kann ich der anderen Person vertrauen? Könnte er oder sie die Richtige sein? Gucke ich mir alles an. Trag dich nicht mit diesen Unsicherheiten durch den Tag. Dafür bin ich da. Das ist ja mein Job, dir eine Bestätigung auch zu geben. Denn tief in uns drin fühlen wir oft unsere Wahrheit schon. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist die Manuela. Manuela, hallo. Hallo, ich hätte gerne einen Lichtblick. Sehr gerne, Manuela. Das freut mich. Da gucken wir doch mal rein. Was dir Hoffnung und Licht schenkt, was jetzt wichtig ist. Mhm. Du darfst eine Entscheidung treffen, meine Liebe. Du bist soweit, ja, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Auch wenn du dich tief in dir drin vielleicht hier und da noch ein bisschen unentschlossen fühlst, deine Intuition weiß jetzt genau, in welche Richtung es weitergehen soll. Auch hier bitte hör auf dein Herz, lass dich von deinem Herzen tragen, dann bist du auf dem richtigen Weg, ja. Vertrau deinem Herzgefühl. Alles Gute. Ist das eine berufliche Entscheidung? Genau das, was dir zuerst einfällt, was du fühlst, das ist der richtige Weg. Du bist schon in Kontakt mit deiner Intuition.
Okay, weitermachen. Danke. Alles danke. Gute, gerne. So, auch hier war so ein Gefühl schon da. Das ist eine Bestätigung genau in die Richtung. Folge deinem Herzen, zieh es jetzt durch. Dann wird das Ergebnis gigantisch sein. Ja, ein Lichtblick, der führt dich, der wirft Licht auch ins Dunkel. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt. Kein Problem, dafür bin ich da, da Licht zu machen, Licht anzumachen, auch für dich, gleich nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Wunderschönen guten Morgen. Erdende Klänge für dich, live aus Berlin. Ich bin Anja Burkhardt, medialer Energie- und Life-Coach. Jetzt für dich da von 7 bis 9 Uhr. Die einzigen Beratungsstunden bis 12 Uhr. Nutz deine Chance jetzt, bevor du aus dem Haus gehst. Ja? Nimm nicht eine Unsicherheit mit in den Tag. Frag mal schnell hier bei mir vorbei. Ich gebe dir eine klare Ansage, eine klare Antwort. Ihr wisst, je genauer die Frage, umso genauer auch die Antwort. Ne? Und eine schöne Seelenbotschaft kannst du dir auch abholen. Das ist Balsam für die Seele. Ja? Halt dich bereit oder auch den Glückscode. Hier ist sie, Anja. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist eine Jutta, auch noch eine Jutta. Noch eine Jutta, ich freue mich, Jutta. Was kann ich tun? Ich möchte gern den Glückscode. Sehr gerne. Hast du was zu schreiben, Jutta? Ja. Genau, bitte aufschreiben, mehrfach täglich, morgens und abends reicht auch. Ein paar Mal hintereinander laut aussprechen, damit du die Schwingung auch schön fühlen kannst. Ja. Jutta, Gelassenheit vor allem, Gelassenheit kommt, ja? Dass dich die Umstände des Lebens nicht immer so hoch und runter werfen, ja? Dass du mehr in deiner Mitte bleiben kannst, dich den Gegebenheiten des Lebens leichter anpassen kannst und vor allem kommt viel mehr Gerechtigkeit. Du bist ein sehr gutmütiger Mensch und solche Menschen werden ab und zu gerne auch mal ausgenutzt und du erhältst hier einen lichtvollen Schutz, dass das nicht mehr passiert. Schreib dir bitte auf 14. Ja. 14. 11. 11. 38. 38. 14 11 38. 14 11 38. Ich habe Gänsehaut. Mach's gleich bitte ein paar Mal weiter. So ja, oft, wie du willst. Alles Gute. Mach ich für dich gerne. Auch alles Gute. Danke, Jutta. So, ihr fühlt, ne? Ihr könnt das ruhig mal mitmachen, ja? Damit ihr das spürt. Es geht um das Fühlen. Der Kopf ist das eine. Bewusst werden, klar werden, bewusste Entscheidung treffen, ganz wichtig. Damit fängt alles an. Erstmal eine Vision kreieren und das dann mit dem Gefühl lebendig machen. Erst das Gefühl macht ein Bild, eine Vision, einen Gedanken lebendig, bringt es ins Leben und dann kann es Materie werden. Herrlich, oder? Willst du auch nach deinem Glück greifen, dich unterstützen mit dem Glückscode? Dann hast du jetzt die Chance dazu. 01379911880. Ich freue mich auf dich. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Hallo Anja, hier ist Ruth. Liebe Ruth, ich freue mich. Was kann ich Liebe tun? Liebe Anja, schau mir mal auf einen Mann. Ganz bestimmten Mann. Ja. Das machen wir. Ruth, schließ mal die Augen. Denk an ihn, bitte. Mhm. Okay, kannst die Augen wieder öffnen. Wir gucken mal rein. Der liegt hier im Zweifel. Der weiß irgendwie so gar nicht so richtig, was er tun oder zu lassen hat. Du hast dich hier emotional auch schon fast ein bisschen rausgezogen. Er wird sich wieder melden, keine Frage. Mhm. Mir fehlt hier aber so ein bisschen die Authentizität auf seiner Seite, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Er weiß nicht so richtig, was er will. Und da besteht die Gefahr, dass er dich verletzt. Er ist auch nicht mit dir auf Augenhöhe. Wenn ich ehrlich bin, Ruth, es kommen im Sommer, Anfang Herbst, zwei ganz tolle Männer in dein Leben. Im Winter auch noch mal einer. Guck dir auch die neuen Jungs an. Okay? Mhm. Das ist eine karmische Beziehung zum Lernen. Aber Achtung, auch die Gefahr der Herzverletzung liegt hier drin. Ja? Okay. Mhm. Du weißt schon, damit umzugehen. Alles Gute. Ja. Gut. Danke schön. Mach's gut, du Liebe. Tschüss. Jo. Keine Begegnung ist grundlos und umsonst. Man hat immer etwas zu lernen. Wir ziehen immer genau die Menschen in unser Leben, die uns weiterbringen, die uns entwickeln lassen. Ja, das heißt, auch wenn es nicht in eine Partnerschaft geht, triggert uns, spiegelt uns der andere oft unsere verletzten Themen, die es noch in die Heilung zu bringen gilt. Und das ist oft übrigens beidseitig. Ja, der eine hilft dem,
einen verletzten Punkt zu entdecken und der andere hilft wiederum auch dem anderen, gewisse verletzte Punkte in sich zu entdecken, gerade wenn es nicht so harmonisch läuft, wie man sich das wünscht. Und wenn man sich aber auf diese Verletzung, Traurigkeit, vielleicht nicht gesehen zu werden oder nicht genug beachtet zu werden, wenn man sich auf diese inneren Kinder nochmal einlässt, ganz bewusst da nochmal reinfühlt und sich diese Verletzung zugesteht und dann liebevoll bejahend fühlt und damit in den Frieden gehen lässt, dann ist das Thema gegessen und geklärt. Dann geht man entweder auseinander, verliert auch das Interesse an diesen potenziellen Arschengel, wie man auch gerne mal sagt, Triggermenschen, oder der andere triggert diese Punkte nicht mehr, weil er auch so eine Entwicklung durchgemacht hat und plötzlich läuft es. Wenn der Seelenplan vorgesehen hat, dass ihr zwei miteinander was zu tun haben wollt. Es kommt immer, wie es kommen soll. Bitte dran denken, ihr Lieben, ins Laufband schauen, Mitmachregeln durchlesen, dann könnt ihr zu mir kommen. So, es gibt immer wieder schöne erdende Klänge mit meiner Fußschale. Erdungssicherheit ist ganz wichtig zurzeit, deshalb beklingel ich euch die ganze Sendung mit diesen erdenden Klängen. Hier ist die Anja, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Birgit. Was wäre denn für mich das Beste? Meine Birgit, ich würde Lichtblick oder Seelenbotschaft wählen an deiner Stelle. Was sagst du dazu? Lichtblick. Ja, finde ich ganz toll. Gerade wenn du nicht so richtig weißt, ne, was ist jetzt wichtig. Ja, bei mir so viel. Ja, genau. In jedem Moment ist aber immer nur eins wirklich wichtig. Wenn du darauf achtest, dann ist das der richtige nächste Schritt. Mhm. Und bei dir geht es um Freundschaft. Jemanden wieder in den Kontakt mit einer freundschaftlichen Seele zu gehen. Das heißt, ruf heute meine Freundin an, deine beste Freundin, vielleicht auch eine alte von früher, ein Seelenmenschen, mit dem du dich gut verstehst, verabrede dich, mach mal Weiberschwätz, köpft mal eine Flasche Wein miteinander, lasst mal, ich nenne das gerne emotionale Seelenhygiene, doch. Geht es um einen Mann oder eine Frau? Du sollst mit einer guten Freundin mal ruhig auch mal alles rauslassen, mal ablästern, mal deinen Frust rauslassen und ihr auch zuhören. Das ist ein Prozess der Reinigung, das wird dir sowas von gut tun. Das ist jetzt der erste, nächste wichtige Schritt. Männer guckst du später, erst die Freundin, okay? Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Gut, tschüss. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn man sich mit der besten Freundin mal verabredet, ja, und mal eine Flasche Wein miteinander köpft. Da kann man mal den ganzen emotionalen Dreck, der einen belastet hat, die letzte Zeit rauslassen. Das ist ein Prozess der Seelenreinigung. Ich sag ja, Seelenhygiene. So, wir machen anonym weiter. Ihr Lieben, bitte denkt dran. Reinigungsritual. Du kannst dich auf meine Liste eintragen lassen. Ich arbeite mit der Blume des Lebens, mit Pranalith. Es gibt am 28. extra noch mal eine energetische Waschung, um all eure Belastungen, Befürchtungen, Dunkelgefühle, alles, was sich negativ anfühlt, aus eurem Leben zu ziehen, abfließen zu lassen. Ja? Das fließt aus euren Systemen. Ihr werdet jeden Tag über den Pranalith gereinigt. Das mache ich jeden Tag jetzt im Februar. Das heißt, das ist ein Reinigungsritual für den kompletten Februar. Einmal eintragen, den kompletten Februar. Diesen Reinigungsprozess genießen. Ich biete das auch nur ausschließlich jetzt im Februar an. Wir gehen ja bald ins Tierkreiszeichen der Fische. Dem Element Wasser, das wisst ihr. Element Wasser ist Gefühl, Emotion. Das ist eine ganz starke energetische Zeit, um eben belastende Emotionen aus deinem System rausfließen lassen zu können. Deshalb arbeite ich übrigens auch am 28. wirklich real mit Wasser. Es ist eine Form der energetischen Reinwaschung. Du kannst dabei sein, jetzt und hier. Und du kannst dich auch, du kannst auch Familienangehörige eintragen lassen. Viele haben die ganze Familie eintragen lassen, ihre erwachsenen Kinder. Die Enkelkinder, bitte auch die Haustiere, wenn du möchtest. Wenn du das Gefühl hast, dass es deinem Hündchen, der Katze gerade irgendwie nicht ganz so gut geht, wenn da Ängstlichkeiten da sind, Unsicherheiten oder vielleicht auch Aggression, wurzelt auch immer in der Angst. Ja? Ein Hund, der beißt oder so. Oder komisch reagiert, der hat Schiss, nichts anderes. Ja? Und auch das ist eine emotionale Belastung, die ich herausziehen kann. Das funktioniert bei allen Lebewesen. Ja? Alles ist lebendig, alles schwingt. Die ganze Welt, auch die Natur, selbst ein Stein schwingt. Ja? Gut, Steine müssen wir jetzt nicht unbedingt ins Reinigungsritual reinnehmen, würde aber auch funktionieren. Hier ist die Anja, wer hat es geschafft? Hallo Anja, Josef. Lieber Sven, ich freue mich, was kann ich tun? Hier.
Da gucken wir mal rein. Immer noch die alte Dame, Sven. Das ist doch mal ein Fortschritt. Dann gucken wir mal neu. Das machen wir mal. Das finde ich aber gut. Fühlst du dich ein bisschen erleichtert jetzt so an diesem Punkt auch? Wieder nach vorn gucken zu können? Sehr schön. Das ist gut. Man braucht eine Zeit der Trauer. Das braucht alles. Aber du bist wirklich durch, mein Lieber. Ja? Du willst jetzt langsam wieder Gefühle zulassen. Aha, da habe ich doch schon eine passende Dame liegen. Noch eine Dame. Liebe. Oh, 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 oh. Mai, Juni. Und dann kommt noch mal August eine um die Ecke. Ja, Sven. Und spätestens im Herbst entscheidest du dich für die Liebe. Du hast also die Wahl zwischen zwei Damen. Ja, geh behutsam damit um und entscheide nach Herzgefühl. Alles Gute wünsche ich dir. Genieß erstmal noch deine Freiheit. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ach schön, da hat sich auch etwas entwickelt in diesem Fall. Raus aus Liebeskummer, rein in Neustart-Energien. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ich grüße dich. Hallo, was kann ich tun? Okay, schließ mal die Augen. Fühl mal rein in eure Beziehung, ja? Okay, kannst die Augen wieder öffnen. Oh, 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 oh. Du ahnst es schon, ne? Starte neu durch, meine Liebe, ja? Ja, absolut. Lass dir auch Raum und Zeit dafür. Du wirst ein halbes Jahr brauchen, mache ich dir nichts vor. Du wirst es auch gleich sehen. Das Ende liegt deutlich drin. Er hat auch schon irgendwas im Kopf. Ja? Er ist wirklich rausgegangen aus der Situation. Du schaffst es, ganz klar rauszugehen, das zu verarbeiten in einem halben Jahr. Und hier kommt eine neue Liebe. Du bist im Herbst neu vergeben. Ich weiß, dass du jetzt damit noch nicht viel anfangen kannst. Aber du weißt, im Sommer bist du aus diesem Trauerthema raus. Und dann bist du offen für was Neues. Und das könnte dein Jahr der echten Liebe werden. Okay? Lass dir Zeit dafür. Ne? Alles Gute. Sehr gerne. Ja, was auseinandergeht, passte nicht wirklich in der Herzresonanz zusammen. Da ist auch keiner schuld und keiner böse. War einfach nicht passend. Alles, was nicht passt, wird in diesem Jahr passend gemacht. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ich grüße dich. Was kann ich tun? Sehr gerne, meine Liebe. Da freue ich mich, wenn du mit dabei bist, meine Liebe. Immer eine Person darf ich reinnehmen, okay? Wann hast du Geburtstag? Sehr schön. Du bist mit dabei, meine Liebe. Vielleicht schaffst du es ja noch mal und dann nehmen wir den nächsten mit dazu, okay? Ich wünsche dir alles Liebe. Mach's gut. Tschüss. So. Pro Runde einer fürs Reinigungsritual. Da muss ich natürlich fair bleiben allen gegenüber. Du kannst deine Familienangehörigen eintragen, aber die Dame hat es richtig gemacht. Erst sie, erst du. Erst du, weil du bist der initiierende Part. Ja? Der auf der Pool Position sozusagen. Erst wirst du gestärkt. Das stärkt schon mal grundsätzlich deine Lieben energetisch. Wenn es dir besser geht, geht es auch deinen Nahestehenden energetisch immer auch besser. Und dann können wir die einzelnen anderen auch pushen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ja, was möchtest du gern wissen, wie es weitergeht? Okay, das heißt, du bist in Arbeit. Sehr gut, dann gucken wir doch mal rein. Darf ich fragen, was du machst? Wir sind anonym, hört dich keiner, ne? Okay. Hast du vor, dich zu verändern? Ja. Ich habe eine Veränderung hier liegen, ja? Möchte ich dir nicht verhehlen, muss ich dir ehrlich sagen. April, Mai, in diesem Bereich, wenn es wärmer wird, kommt eine Veränderung. Das kann übrigens auch eine Veränderung in der inneren Struktur sein oder dass du innerhalb einer Firma noch einen anderen Arbeitsbereich zugewiesen bekommst. Aber etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt, ohne Pause, ja? Das heißt, das ist ein direkter Übergang, aber rechne mit internen Veränderungen im Notfall, okay? Nein, das geht dann kraftvoll weiter bei dir. Ja, gibt's keine Pause. Ich wünsche dir alles Gute. Nein, zurzeit liegt das fantastisch. Ja, ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss.
So, berufliche Geschichten natürlich. Gucke ich mir an, gerade wenn du auch vielleicht in der Selbstständigkeit bist. Es gibt ja sehr, sehr viele Umstrukturierungen. Wir müssen uns anpassen, in Anführungsstrichen. Man kann es auch so sehen, es gibt unglaublich viele neue Chancen. Viele entdecken vielleicht jetzt erst gezwungenermaßen ihre wahren, echten Potenziale. Und wer das tut und diesen Weg geht, der wird viel erfolgreicher sein als in den Jahren zuvor. Auch wenn das oft mit Angst und Unsicherheit einhergeht, das ist legitim. Du darfst auch diese Angst fühlen, lass sie doch da sein. Und du darfst auch Zweifel fühlen, frei nach dem Motto, wenn du auch schon ein bisschen älter bist, oh Gott, wenn ich jetzt den Job nicht mehr habe, ich bin ja vielleicht schon 50, kriege ich vielleicht noch was. Lass den Zweifel zu, lass ihn da sein, atme tief rein, veratme das, dann geht das weg nach und nach, dann wird es immer kleiner. Aber bleib bei deiner bewussten Entscheidung, ich will, ich richte mich neu aus, ich glaube daran, dass da noch was Tolles auf mich wartet. Dann gibst du voll die Energie in dieses Thema rein und dann wird sich das materialisieren. Und das geht in dieser Schwingungserhöhung, die wir derzeit haben, viel schneller als noch vor einiger Zeit. Also, ich bin für dich da, anonym, gleich nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen in der Live-Beratung. Anonym kannst du mit mir sprechen. Keiner hört dich, keiner erkennt dich. Du kannst dabei sein in meinem Reinigungsritual. Du wirst sofort gepusht energetisch. Negativgefühle wandeln sich in Positivgefühle. Du wirst energetisch gestärkt den ganzen Februar über. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ich grüße dich, was kann ich tun? Sehr schön, meine Liebe. Ich freue mich. Du bist der Erste auf einer neuen Liste. So, wann hast du Geburtstag? Super. Meine Liebe, jeden Tag, ne, wird diese Reinigung stattfinden. Am 28. gibt es extra noch mal eine Waschung, noch mal einen Push der Erleichterung. Genieß es einfach, die Energien fließen schon. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Hab einen schönen Tag. Mach's gut, tschüss. Ihr kennt ja sicher auch Energiearbeit über Fotomagie. Ja? Man kann über Fotos, genauso über Namen, das sind ja alles Schwingungen, kann man energetisch arbeiten, das kommt sofort bei dir zu Hause an. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ich grüße dich, was kann ich tun? Ja. Eingeschlafen, wie auch immer. Hier. Ich guck mal rein. Ne? Ob das Sinn macht, auch auf die andere Person zuzugehen. Ich glaube, die andere Person würde sich sehr freuen, wenn du auf sie zugehst. Ja? Da ist eine Versöhnung absolut möglich. Danach gibt es zwar erstmal wieder eine Pause. Es wäre wichtig, in diese Aussprache zu gehen, nochmal auf die Person zuzugehen. Die fühlt sich irgendwie sehr verletzt. Ja? Das gilt es einfach mal auszuräumen, zu besprechen. Und sie wird für ein Gespräch bereit sein. Es kann sein, dass sie sich dann erstmal nochmal zurückzieht. Das musst du einfach mal aushalten. Ist nicht schlimm. Spätestens nach 5, 6 Monaten habt ihr wieder eine wunderbare, tolle Ebene. Dann kann die Freundschaft auf einer höheren Qualitätsebene weitergehen als bisher. Ja? Das ist der Verlauf. Genau, jetzt ist sie, glaube ich, offen. Probier's. Ja? Alles Gute. Sehr gerne. Tschüss. Anonym sind wir. Ich gucke mir deine Themen an, egal worum es geht. Keiner erkennt dich. Das ist das Tolle. Wir ziehen jetzt deine Stimme leise. Es kriegt keiner mit. Ja? Wir fühlen in deine Seele rein. Was braucht deine Seele? Was tut dir jetzt gut? Du kannst einen Lichtblick abholen. Der Lichtblick für die nächste Zeit. Was steht vor der Tür? Was kommt als nächstes auf dich zu? Was schenkt dir Freude, Erleichterung? Du kannst dir hier einen energetischen Push abholen. Reinigungsritual steht zur Verfügung, nur im Februar. Ich bin nicht oft hier in der Beratung. Nur in dieser Zeit könnt ihr euch eintragen lassen. Und ein Glücksschwingungscode. Den erstelle ich natürlich mit meinem numerologischen Krafttier-Orakel. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ich grüße dich. Sehr gerne, meine Liebe. Da kommst du natürlich mit rein. Wann hast du Geburtstag?
Sehr schön. Du hast eine starke junge Energie. Die nähren wir jetzt noch mehr, ja, dass du das auch wieder richtig schön spüren kannst. Meine Liebe, du bist mit dabei. Genieß es. Jeden Tag wirst du mehr und mehr gereinigt. Mal gucken, wie du in den März startest. Auf jeden Fall wesentlich energetischer als noch jetzt. Ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Mach's gut. Einen schönen Tag. Tschüss. So einfach kann es gehen. Ne? Mit einem Anruf, mit ein bisschen Glück, bist du auch auf meiner Reinigungsritualliste. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Den was? Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Guck mal, du kannst es doch. Du kannst viel mehr, als du glaubst. Ja, meine Liebe, wir gucken mal rein. Guck mal, da kommt eine Meerjungfrau aus der Seite geschossen. Wie schön ist das denn? Meine Liebe, so ein schöner Lichtblick. Pass auf, du bist nicht alleine. Dir wird geholfen. Da muss es ein Thema geben, wo du vielleicht sogar um Hilfe gefragt hast. Und ich soll dir ausrichten, hinter den Kulissen im Himmel ist man schon bereit, dein Thema zu klären, ja, und dir zu helfen, auch wenn du es jetzt noch nicht erkennen kannst. Und das heißt immer, halt die Füße still, lass die Füße baumeln, mach die Finger hoch. Du musst gar nichts machen, außer die Situation beobachten. Die klärt sich in der nächsten Zeit, in der kürzeren nächsten Zeit, wie von selbst. Fühl rein, ne? Das Erste, was dir kommt, das ist es. Ich wünsche dir alles Gute. Du bist auf einem super Weg. Lerne zu vertrauen. Mach's Gute, Liebe. Mach's gut. Hab einen schönen Tag, ne? Tschüss. Danke dir. Ist das ein genialer Lichtblick? Da musst du nämlich gar nichts machen. Das sortiert sich jetzt gerade so. Zu Situationen gehören ja auch immer andere Menschen und andere Befindlichkeiten. Und der in Anführungsstrichen Himmel, das Schicksal, das Leben, wie auch immer, muss ja alles berücksichtigen, damit vielleicht auch eine Situation für dich wohlfühlig geklärt werden kann, muss man ja auch die Situation der anderen alle klären und im richtigen Moment zueinander führen. In diesem Fall passiert das alles wie von selbst. Hier ist die Anja, guten Morgen. Hallo? Ja, schon. Jetzt höre ich dich, meine Liebe. Was kann ich tun? Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen guten Start ins Wochenende. So, wir schauen. Meine Liebe, es ist Zeit zu gehen. Da gibt es etwas in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Tun, das dir nicht gut tut und wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr. Fühl mal in dich rein, wenn du aufgelegt hast, bei welchem Menschen oder in welcher Situation fühlst du dich grundsätzlich nicht wohl, unwohl, schon alleine, wenn du daran denkst, dass du es machen musst, dass du hingehen musst. Lass es gehen, lass es sein, mach es einfach nicht mehr. Ja? Du hast das Recht, Nein zu sagen, dich aus Sachen rauszuziehen, die dich belasten und eher verletzen, als dir guttun. Ja? Nimm dir das zu Herzen, okay? Alles Liebe wünsche ich dir, sehr, sehr gerne. Tschüss, meine Liebe. Selbstfürsorge und Selbstschutz ist immer wichtiger, auch als ein Bedürfnis eines anderen. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber dann ist der andere beleidigt, verletzt, enttäuscht, so wird dann ist es so. Wenn du damit zahlen musst, einem anderen etwas Gutes zu tun, dass es dich verletzt, dass es dich Kraft kostet, dass es dir nicht gut tut, ist das nicht im göttlichen Sinne, nicht in der göttlichen Ordnung. Da muss es einen anderen Weg geben. Okay? Also nimm dir das Recht für Selbstfürsorge und Selbstschutz. Wichtig. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Morgen, Anja. Hallo. Ja, ob das eine gute Entscheidung wäre, da gucke ich mal rein. Hm? Hast du denn schon was im Auge? Ja. Ja, mach es aber. Ist ein guter Weg. Ja, es ist wirklich ein guter Weg. Ich gucke jetzt noch mal. Was wäre, wenn du ihn behältst? Spätestens in einem halben Jahr hättest du mit dem Auto ein paar Probleme. Ja? Mach es jetzt, mach es. Ich kann nur sagen, der Himmel sagt go, der hat die Ampel auf grün geschaltet. Tauschen ist eine gute Idee. Okay?
Alles Gute. Tschüss. So, spätestens hier würde das Auto ein bisschen durchhängen. Tschüss. So, auch die praktischen Dinge. Super Fragen. Ihr habt super Themen heute. Super Fragen. Es geht tief in deine Seele. Es geht tief ins Herz, tief in die Emotionen. Aber wir hatten auch schon praktische Themen. Da gucke ich mit dem Rider-Waite-Tarot, mit dem Aber, der ist schon fast 25 Jahre. Unglaublich, oder? Ja, so ist es. Und ich habe mein wunderbares Meerjungfrauen-Orakel heute wieder mitgebracht für deinen Lichtblick. Und wir hatten so schöne Lichtblicke heute schon. Ja, dass dir geholfen wird, dass du gar nichts machen musst, dass du dich zurücklehnen und einfach nur die Situation beobachten kannst. Die klärt sich in der nächsten Zeit von selber und zwar genauso, wie du es haben möchtest. Solche Lichtblicke gibt es hier und vielleicht habe ich einen solch schönen auch für dich. Es ist deine Entscheidung, wie du dich fühlst, wie du heute in den Tag starten möchtest. Vielleicht bist du auch ein bisschen emotional belastet aufgewacht. Wir haben ja fast Vollmond. Ich habe heute auch massiv geträumt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, heute Nacht emotional massiv gearbeitet zu haben. Vielleicht bist du auch emotional ein bisschen durcheinander, ein bisschen belastet. Kein Problem, ja, das sortiere ich dir ganz schnell. Wir gucken auf deinen Lichtblick oder auf deine Seelenbotschaft, dann weißt du sofort, was dir das alles sagen soll. Was du vielleicht auch heute Nacht geschickt bekommen hast aus deinem Unterbewusstsein. Träume sind ja Signale, Bilder aus dem Unterbewusstsein. Die Mondzeit, Vollmondzeit ist eine tolle Zeit, um Zugang auch zu unseren unterbewussten Emotionen und Gedanken und Gefühlen zu bekommen. Umso eher können sie hier in den Frieden gehen. Bitte dran denken, ins Laufband zu schauen, dann kannst auch du anonym mitmachen. Auch wenn du ein Traumbild hast, kannst du zu mir kommen, wenn du es nicht deuten kannst übrigens. Ne? Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, hallo Anja. Ich grüße dich. Was kann ich tun? Sehr gerne, Therese. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir gucken mal für dich, ja? Meine Liebe, du sollst jetzt ganz, ganz viel in die Natur gehen, an die frische Luft gehen. Außer heute Nachmittag, da fängt es ja wieder an zu stürmen. Ja? Es gilt allgemein für die nächste Zeit. Viel Natur, weil in der Natur, an der frischen Luft, richtet sich auch unser energetisches System immer wieder auf die Perfektion des Seins aus. Da kommen wir wieder in die Kraft, da kommen wir auch wieder in die Ruhe. Das brauchst du jetzt gerade. Ja, vielleicht ist auch viel Unruhe so ein bisschen um dich drumherum da. Deshalb regeneriere dich bitte draußen und sei dir gewiss, es gibt keinen Grund zur Sorge gerade. Die Engel möchten, dass ich dir sage, sorge dich um nichts. Alles läuft gut. Ja? Wenn du dich sorgst, ist das nur Kopfkino. Nichts weiter. Ja? Ich wünsche dir alles Liebe. Hab einen schönen Tag. Ne? Tschüss. Wunderbare Nachrichten, oder? Möchtest du auch so eine schöne Nachricht? Dann weißt du genau, was zu tun ist. Ne? Wenn du gerade noch sorgenbelastet warst und ich sag dir so eine Message, dann weißt du, oh Gott, ich mache mich einfach nur verrückt. Ich muss mich gar nicht verrückt machen. Es läuft, alles wird gut. Ich arbeite schon so viele Jahre auch mit diesen ganzen Orakelkarten. Die sind in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, mit der Hellfühligkeit, Hellsicht, Empathie. Ich fühle oft die Karten. Ne? Kartengestütztes Hellsehen nennt man das auch. Vieles kriege ich auch übermittelt in einer Form von Channelings. Wenn ich euch Informationen übermittle, wenn sie so einfließen, gebe ich sie auch direkt an dich weiter. Was ist wichtig für dich? Was stärkt dich jetzt? Was trägt dich jetzt? Reinigungsritual ganz klar für alle von euch, die energetisch belastet sind. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ich grüße dich, meine Liebe. Was kann ich tun? Sehr gern. Hast du denn was zu schreiben, Hannelore? So, morgens und abends ein paar Mal hintereinander laut aussprechen, ja, damit du die Schwingung schön fühlen kannst. Mach es bitte 3 Wochen. Ja? So, hier bricht aber mal sowas von ein inneres Gefängnis endgültig auseinander. Das heißt, eine Form der Befangenheit und Gefangenheit. Ja? Irgendwas war da immer noch unfrei. Das sind oft auch Emotionen. Du kannst vor allem jetzt wunderbar darüber sprechen, denn Erzengel Gabriel fördert vor allem eine konstruktive Kommunikation. Übrigens auch deine Kreativität und Spiritualität. Ja? Wird eine hochspirituelle Zeit jetzt für dich werden. Schreib mal bitte auf 16391. Diese Verarbeitung führt zu Neubeginn. 1. Es fängt nochmal neu an. Du wirst nochmal wie neu geboren. Ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne, meine Liebe.
gerne. Tschüss. Seit vielen Jahren arbeiten wir alle erfolgreich mit dem Glückscode. Ganz viele rufen mich auch in den Privatberatungen an und sagen, Anja, der Glückscode ist der Oberhammer. Ja, sobald ich den Nutzer ausspreche, fühle ich mich besser. Bei vielen haben sich Situationen geklärt, Lebenssituationen bis hin auch zu Kontakten, die jahrelang abgebrochen waren, haben sich plötzlich sogar die anderen wieder gemeldet, selbstständig. Ist kein Wunder, das sind Energien, das sind Frequenzen. Ja? Befreit sich etwas in dir, löst sich etwas in dir, wirst du friedvoller und gelassener. Nimm das auch die anderen, deine Lieben, innerlich wahr und die kommen teilweise von selber wieder auf dich zu, in friedvollen Absichten. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist die Anja. Ich grüße dich, was kann ich tun? Sehr gern, ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, meine Liebe. Dann schauen wir mal, was dir Licht macht. Oi, wunder, 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 wundervoll. Ich habe gerade so ein Thema angesprochen. Es geht um die Heilung der Mutter. Ja? Wenn deine Gefühle bezüglich deiner Mutter heilen, erfüllen sich deine Wünsche besser. Erwünschen sich, habe ich gesagt, freudscher Versprecher. Du hattest bestimmt öfter schon Wünsche, die irgendwie einfach nicht in die Erfüllung gehen konnten oder wollten. Ja? Da hast du tun können, was du wolltest. Das hat was mit nicht empfangen können zu tun. Eine Mutterthematik hält uns immer davon ab, mit einem guten Gefühl vom Leben auch anzunehmen und empfangen zu können. Das geht jetzt in die Heilung. Sieh die spirituelle Wahrheit deiner Mutter und die ist immer Liebe. Das gilt übrigens auch für den Vater. Egal was gewesen ist, ja, wenn man die Liebe in dem anderen sieht, als spirituelle Wahrheit wahrnimmt, dann geht alles in die Heilung und dann kannst du die Geschenke des Lebens auch endlich genießen und annehmen. Ja, die kommen jetzt auch vermehrter auf dich zu. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja, sehr gerne. Ach, was für ein tolles emotionales Thema. Das geht total in die Tiefe. Mache ich auch für dich, wenn du willst, anonym nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit rast. Jetzt haben wir nur noch eine Viertelstunde Zeit in meiner ersten Beratungsstunde. Deshalb möchte ich dir jetzt einen Chakrenausgleich anbieten können. Anonym, keiner hört dich, keiner erkennt dich. Ich arbeite direkt energetisch, jetzt sofort. Ich gucke mir deine Chakren an. Ich sehe deine Blockaden, wo es auch immer hängt. Wir schwingen sofort frei. Deine Chance jetzt, Chakrenausgleich. Das Reinigungsritual bleibt bestehen. Jetzt hast du die Chance, zwei Personen eintragen zu lassen. Ja, zwei Personen fürs Reinigungsritual. Dich und noch eine Person deiner Wahl. Intensivberatung. Das möchte ich jetzt durchziehen bis um 8. Ja, kannst du eine intensive Beratung hier genießen? Chakrenausgleich, zwei Personen fürs Reinigungsritual. Du kannst dir weiter einen Lichtblick abholen. Da gehe ich intensiver noch ein bisschen darauf ein, was das alles Tolles mit dir Erleichterndes in der nächsten Zeit machen wird. Wir fühlen ganz tief in deine Seele. ein Chakrenausgleich oder zweimal Ritual, genau, Reinigungsritual. Ja, danke schön. Sonst schaffen wir das nicht. Ein Chakrenausgleich, intensiv, sofort. Dafür rufen mich die Leute in der Beratung an, um einfach nur einen Chakrenausgleich abzuholen. Und den kriegst du jetzt direkt sofort nach Hause geliefert. Ist das nicht irre? Und zwei Personen ins Reinigungsritual. Nutzt diese Chance. Besteht nur jetzt bis um 8. Es sind nur ein paar Minuten, ja? Ist nicht lange. So, einmal Chakrenausgleich oder zweimal Reinigungsritual. Und ihr kennt mich, jetzt gibt's noch als Geschenk eine Schutzengelfrequenz. Und Azur ist gekommen mit tollen, tollen Nachrichten für dich. Denn Azur sagt, das von dir gewünschte Ergebnis, ich mache mal ein bisschen hoch, sonst blendet es so, wird sich in Kürze einstellen. Mensch, ist das schön. Du brauchst nur noch ein bisschen Geduld haben. Vertraue bitte und vor allem versuche nichts zu erzwingen. Mach es nicht vorher kaputt. Ja. Das heißt auch, lehn dich zurück, baume mit den Füßen, guck zu, bis das erwünschte Ergebnis eingetreten ist. Und das wird sich schon in Kürze einstellen. In Kürze heißt, innerhalb der nächsten Tage wahrscheinlich schon. Ja? Es kommt genauso, wie du es haben willst. Azur,
mein Geschenk an dich, wenn du mein nächster Gast bist. Das ist schon mal eine super gute Nachricht, dass sich ein Thema genauso entwickelt, wie du dir es gewünscht hast. Also gewünschtes Ergebnis heißt, es wird genauso kommen, wie du es willst. In Kürze wird es sich einstellen. Ich liebe Azur. Wie gesagt, die Karten begleiten mich locker mindestens schon 15 Jahre. Und die habe ich natürlich auch immer für mich selbst in meinen Lebenssituationen genutzt. Und Azur ist auch bei mir öfter um die Ecke geflogen gekommen. Und ich wusste immer, wenn Azur kommt, Anja, ruhig, brauner, entspann dich, alles wird gut. Und ein paar Tage später, meistens schon 2-3 Tage später, kam das gewünschte Ergebnis in Form eines Briefes, eines Anrufes oder sonstiger Art und Weisen. Wenn Azur kam, wusste ich immer, alles ist gut, da konnte ich alle meine Ballastsäcke abwerfen, durchatmen, Vertrauen. Das Vertrauen habe ich gelernt. Das kannst du auch. Man kann auch ein bisschen unsicher im Zweifel sein, wenn du mit Engeln vielleicht auch noch nicht so oft zu tun hattest. Du kannst auch skeptisch sein, das darfst du. Ja, denken, na, ob das so hinhaut, Engel und so, ich weiß nicht. Aber wenn da auch so ein Gefühl ist, wer weiß, vielleicht klappt es ja doch. Ich entscheide mich dafür, mich dieser Frequenz mal zu öffnen. Ich gebe der Sache mal eine Chance, dann sagt dein Herz Ja zur Frequenz Azur. Dann lässt dein Herz Azur rein in dein System. Und dann funktioniert er, fungiert er für dich und dann funktioniert das auch. Und so wirst du mehr und mehr Vertrauen lernen in die Kraft der Engel. Und das wirst du nie wieder missen wollen. Bitte vorher ins Laufband schauen, mit Marie durchlesen, richtig? Zu wem ist denn Azur gekommen? Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, das morgen mal. Ich fasse es nicht, meine Liebe. Das gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Das ist schon mal eine super Nachricht. Was kann ich tun? Das machen wir, meine Liebe. Mensch, da wirst du ja heute grundversorgt hier bei mir. Ja, ist das nicht herrlich? Wir gucken mal rein. Notier dir bitte auch Azur, wenn du möchtest. Ja, das ist der Engel, der dich jetzt begleitet, dein Schutzengel. Ja, bei dir liegt massiv das Sakralchakra in der Blockade. Auch das Herz, ja, das Herz ist auch belastet, das ist geschlossen und vor allem auch das Halschakra, ja. Dir fehlt es auch ein bisschen an Kraft, Lebenskraft, ne? Lebenskraftantrieb und vor allem Lebensfreude, das sieht man hier. Ja, das war mehr ein Kampf, mehr ein Überleben als wirklich ein freudvolles Erleben. Das nehmen wir raus, Luise, ja. Auch, dass sich das Herz wieder öffnen kann. Du hast dich sehr zurückgezogen, auch in dich zurückgezogen. Und wenig auch kommuniziert, auch über dich, deine Gefühle, Bedürfnisse, Ängste und genauso Wünsche. Und das darf jetzt wiederkommen, dass du wieder mehr Lust hast auch, ne, auf Kontakt. Mal wieder jemanden anzurufen, mal einfach wieder zu schwätzen, mal so wieder ein bisschen mehr vom Leben zu erwarten. Das hast du verdient und das kommt jetzt wieder in Schwingung. Die Farben Orange, Grün und Hellblau sind jetzt deine Farben. Du merkst, das sind wunderschöne, leuchtende Farben, ja? Die bauen dich jetzt auf, meine Liebe. Orange, Grün, Hellblau, eine Farbpalette für dich. Nutze bitte gerne einen orangen Kalzit oder ein Karneol als Glücksstein für dich und Ylang Ylang als Aromatherapie, ja? Geh mal in die Drogerie oder Apotheke und frag mal nach Ylang Ylang. Y mit lang hinten dran. Dieser Duft tut dir jetzt zusätzlich gut. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Die Energien fließen schon. Azur. A-Z-U-R. Azur. Mach's gut. Tschüss. Yes, gerne. Ich möchte möglichst viele innerhalb der letzten Minuten noch verwöhnen. Zanna mit Z wie Zeppelin und die Anna hinten dran. Genauso eine schöne Nachricht wie Azur, denn Zana sagt dir, du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt bereits hinter dir. Bitte entspanne und wisse, dass du in Sicherheit bist. Wenn Zana kommt, heißt das, das Schlimmste ist schon längst vorbei. Wahrscheinlich bist du immer noch in diesem Panikmodus drin. Es könnte schon wieder was kommen. Zana sagt, entspann dich. Es kommt nicht mehr. Schlimm. Das Schlimmste liegt schon hinter dir. Jetzt wird alles sanfter und ruhiger werden. Du bist in Sicherheit. Es kommt nichts mehr von hinten spontan durch die Brust um die Ecke, das dich wieder von den Füßen zieht. Du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt bereits hinter dir. Du darfst jetzt entspannen und mach dir bitte bewusst, dass du in Sicherheit bist.
Du bist in Sicherheit. Das ist die Grundaussage dieses Schutzengels. Mit dieser Frequenz bist du verbunden. Deshalb wirst du das jeden Tag jetzt ein bisschen mehr spüren können. Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Immer wenn so wieder so eine Panik kommt, wird Sana dich berühren, ja, mit dir in Resonanz gehen, dich aufatmen lassen und fühlen lassen. Ach ja, stimmt. Ich bin in Sicherheit. Das Schlimmste ist vorbei. Ich bin in Sicherheit. Das wird jetzt jeden Tag etwas stärker für dich spürbar. Und irgendwann fühlst du ganz stark in deinem gesamten System diese Sicherheit. Das Schlimmste liegt hinter dir. Du bist vor allem Leid geschützt. Bitte entspanne und wisse, dass du in Sicherheit bist. Zusätzlich bekommst du einen Chakrenausgleich oder zweimal das Reinigungsritual oder einen Lichtblick oder eine Seelenbotschaft. Such dir raus, was du willst. Zwei Personen fürs Ritual. Viele haben darauf gewartet, wollen gerne noch eine Person mitnehmen. Jetzt hast du die Chance, aber nur bis um 8. Der Pranalied arbeitet schon. Übrigens bin ich ab um 8 wieder da, aber dann gehen wir erstmal wieder in die Öffentlichkeit. Wenn du also noch unerkannt jetzt zu mir kommen willst, nutze jetzt deine Chance. Bis um 8 bin ich noch anonym. Danach wieder Öffentlichkeit. Dann pushen wir erstmal wieder hier durch. Ganz viele sollen die Chance haben. Es ist meine einzige Beratungssendung in dieser Woche. Ich bin, glaube ich, nächsten Donnerstag erst noch mal da, auch von 7 bis 8, 9 bis 10. Nutzt es jetzt, sonst musst du eine Woche warten. Das wäre doch Quatsch. So, der Pranalied arbeitet schon. Der wandelt schon. Bei allen, die auf meiner Liste stehen, negativ in positiv. Alles, was sich negativ anfühlt, wandelt der Pranalied innerhalb von Sekunden und Minuten übrigens in einen positiven Vibe. Du wirst sofort eine Verbesserung deines emotionalen Haushaltes spüren. Und das heißt auch, dass du anfängst, auch positiver, optimistischer wieder zu denken, freier zu fühlen, freudvoller. Das schenkt dir sofort auch wieder mehr Power, mehr Kraft. Ja? Du bist wieder konstruktiver, fokussiert und ausgerichtet. Was dachst du, wie sich das entwickelt dann noch die nächsten Tage? Denn du wirst jeden Tag durchgereinigt, jeden Tag gepusht und gepowert, wenn du im Ritual drin bist. Und am 28.02., am letzten Februartag, wird extra nochmal eine energetische Waschung stattfinden. Das heißt, da mache ich nochmal eine Zeremonie, eine Reinigungszeremonie. Da räuchere ich wieder. Ich arbeite mit Klangschalen, mit Kerzenmagie und mit Wasser. Element Wasser. Wir sind dann im Tierkreiszeichen der Fische. Ab dem 20. und ich nutze das Element Wasser, ne? Fische, Wasser, Element der Emotion, der Gefühle, dass dein Gefühlshaushalt nochmal so richtig schön gereinigt wird. Alles, was da als Belastung da ist und deine wahre Energie behindert, wird in den Fluss gebracht, damit das rausfließen kann. Wundert euch nicht, wenn ihr auch öfter jetzt die nächste Zeit mal so einen kleinen Tränenflash habt, plötzlich weinen müsst, da kommt eine Traurigkeit hoch, vielleicht kommt noch mal eine Wut kurz hoch, irgendein Frustkitzel, der ist da, buff, und in dem Moment, wo er da ist, ist er auch schon fast wieder weg. Das ist schon das Fließen, das Rausfließen. Übrigens, alles, was hochkommt, ist die ganze Zeit über schon in dir da. Ja, es kann nichts hochkommen, was nicht da ist. Da kommt nur raus und hoch, womit du dich die ganze Zeit rumgeschleppt hast. Wut, Frust, Hass, Kleinheitsgefühle, Minderwertigkeit, Eifersucht. Was gibt es denn da noch so an Negativitäten? Fällt mir gleich in meiner positiven Schwimmung gar nicht. Neid. Legitim, alle waren wir schon mal neidisch. Das kommt aus einem Mangelgefühl, Mangelbewusstsein. Wir wollen alle auch so gut haben wie alle anderen. Ist doch total natürlich. Ja? Egal, was es ist, das soll rausfließen. Pullern muss ich nicht, weil wir gerade bei Fließen sind. Ich ziehe durch bis um 9. Keine Sekunde wird hier verschwendet. So, ihr Lieben, es gibt gleich nur eine kurze Info. Ab um 8 mache ich weiter, noch eine Stunde bis 9 Uhr, aber dann gehen wir in die Öffentlichkeit. Nutz jetzt deine Chance für die Anonymität. Zana ist ja schon gekommen für dich. Und Zana sagt dir, Mensch, das Schlimmste liegt doch schon hinter dir. Entspann dich mal. Lass alle 5 gerade sein. Ruhig, Brauner. Ja? Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, du bist in Sicherheit. Da kommt nichts mehr Schlimmes um die Ecke. Das alleine ist schon Gold wert. Ich liebe Zana. So, wer hat's denn geschafft? Hallo.
Ja, hallo, hier ist Claudia. Mensch, meine Liebe, für dich gilt, ja, du bist in Sicherheit. Es kommt nicht mehr so schlimm, was auch immer war. Ja, genieße bitte entspannte Zeit. Und was darf ich dir Gutes tun? Das finde ich klasse. Dann nehmen wir dich als allererstes mit rein. Claudia, ne? Wann hast du Geburtstag? So. Und wen willst du denn mitnehmen, meine Liebe? Alfred, mach mal. Wann hat er Geburtstag? Okay, musste kurz überlegen. Das ist in unserem Alter so. Da muss man ein bisschen länger rechnen. Ne? So, Claudia, ihr zwei beide seid sofort schon mit dem Pranalit verbunden. Es fängt jetzt sofort an zu arbeiten. Lass fließen, was fließen will, ja, meine Liebe. Drück nichts weg. Alles, was kommt, will kommen und gehen. Lass es auch gehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Muss nichts weitermachen. Genieß und empfange. Okay? Alles Gute, mach's gut, du Liebe. So, es gibt ein paar wichtige Infos, meine Lieben. Und dann starten wir wieder powermäßig hier durch. Bis gleich. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Geht's weiter, ihr Lieben. Ganz recht herzlich willkommen auch allen, die gerade erst zugeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Auch für euch. Erdende Klänge mit der Fußschale. Die Frequenz der Sicherheit. Diese Frequenz stärkt dein Wurzelchakra, ja? Deine Basis, die Farbe Rot. Übrigens jeder, der sich unsicher fühlt gerade, auch sehr angstvoll ist, der nicht weiß, was passiert demnächst. Ne? Wir haben sehr unsichere Zeiten. Kleidet euch in der Farbe Rot, nutzt auch einen roten Edelstein als Handschmeichler, tragt den bei euch, hört euch vielleicht auch Meditation zum Bereich Wurzel an. Naturklänge sind immer super, die stärken uns immer in der Basis, in der Wurzel. Tierklänge, Tiergeräusche, Naturgeräusche. Hatte ich heute Morgen auch. Wasserrauschen und Vogelgezwitscher. Herrlich, das Power dich, zieh das mal 15 Minuten dir nebenbei rein und schon geht es dir tausendfach besser. Und allen geht es immer besser, wenn sie hier mit mir gesprochen haben. Ich bin energetisch online sozusagen. Mit jedem Gespräch wirst du auch energetisch mit mir verbunden. Du kriegst so und so automatisch eine energetische Übertragung, wenn du mit mir sprichst. Zusätzlich kannst du auf meine Liste ins Reinigungsritual dich eintragen lassen. Dann wirst du jeden einzelnen Tag jetzt im Februar und zwar ab sofort, ab der nächsten Minute, energetisch gepusht. Ich arbeite mit der Blume des Lebens, ich arbeite mit Pranalit, das heißt hier, du wirst wieder auf die Perfektion des Seins ausgerichtet. Deine Zellen kennen dieses Symbol. Das ist das Ursymbol des Lebens. Das ist die reinste Zelle, die Zelle in ihrer Perfektion, so wie wir auf die Welt gekommen sind. Und danach richtet sich dein energetisches System, auch dein Zellbewusstsein wieder aus. Ja, wir sind hochintelligente Wesen. Es ist... Wir müssen uns eigentlich täglich wirklich 5 Minuten danken, wie genial wir alle sind, ja? wie wir so funktionieren, ja? Dass wir überhaupt so genial funktionieren. So, dein System wird wieder auf diese Urperfektion ausgerichtet. Alles, was negativ in der Belastung in deinem System hängt, wird gewandelt durch den Pranalit von negativ zu positiv. Das passiert jetzt täglich den ganzen Februar durch und am 28. gibt es zusätzlich noch mal ein Reinigungsritual. Da bist du automatisch überall mit dabei. Einmal eintragen, ganzen Februar Energien genießen. Hier ist die Anja, guten Morgen. Hallo, einen schönen guten Morgen, Anja. Es ist wunderschön, dir zuzuhören. Ich danke dir, meine Liebe. Wer bist du denn? Schieß los. Ich bin die Christine. Christine, ich freue mich. Was kann ich tun? Ja, liebe Anja, ich habe eine Frage. Kannst du mal bitte auf meinen Herzensmann gucken? Das machen wir, Christine. Geht der mit mir eventuell in eine feste Beziehung? Da gucke ich für dich rein, Christine. Ja. So, wir schauen mal. Wie die aktuelle Situation ist. Ja.
der hält sich hier noch so ein bisschen frei. Ne? Der will sich noch nicht so richtig einlassen und binden. Wir gucken mal, ob er sich hier öffnet. Pass auf. Er wäre ein Kandidat für eine lockere Beziehung, wie man so schön sagt. Unverbindlich, kennst du, ne? Ja, kenn ich. Die Frage ist, willst du das? Ich glaube, du willst eine feste Beziehung und eine feste Bindung. Und die wirst du bekommen, wenn du bereit bist, loszulassen und etwas Neues im Sommer, Spätsommer, Hochsommer, Spätsommer zu genießen. Da kommt die Liebe, da ist ein ganz toller Mann, der ist sexy, verführerisch, da hast du sofort erotische Schmetterlinge im Bauch. Meine Liebe, der geht aus der Unverbindlichkeit nicht raus, der Alte. Ja? Entscheide selbst, welchen Weg du gehen möchtest. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, gut. Danke. Christine, alles Gute. Tschüss. Ja. Ist ja nicht so, dass wir alleine hier lassen werden. Ja? Wenn es mit dem nicht klappt, dann wird es mit dem umso schöner. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist die Viktoria. Ich hätte gerne die Reinigungsritual, bitte. Sehr gerne. Viktoria, habe ich das richtig verstanden? Ein super schöner Name, meine Liebe. Viktoria. Danke. Wann hast du Geburtstag? 8.3.64. 8.3., ja? So, Viktoria, und schon bist du mit dabei. Pranalit fängt jetzt schon an zu arbeiten. Ich werde immer noch was zu erzählen zum Reinigungsritual. Jeden Tag wird für dich gearbeitet. Am 28., wie gesagt, noch mal eine Extra-Zeremonie. Genieß einfach und nimm diese Erleichterung an. Alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne, Viktoria. Danke, tschüss. Nur im Februar habt ihr die Chance auf das Reinigungsritual. Deine Fragen sind genauso herzlich willkommen. Je genauer die Frage, umso genauer auch die Antwort. Außer Vitalität, ihr wisst, Gesundheit, ne, muss außen vor bleiben. Auf die energetischen Vitalitätsaspekte kann ich schauen, aber natürlich nicht auf das Thema Gesundheit. So, Lichtblick. Was ist dein Lichtblick? Wo, wann, wie kommt Licht in dein Leben? Willst du es wissen? Nur bis um 9 bin ich da. Die einzige Beratungsstunde noch, heute hier am Vormittag bei Astro TV. Bis um 12. Ja, denk dran, nur bis um 9 gibt es hier Live-Beratung. Ich bin die Anja, wer hat's geschafft? Die Hilde, guten Morgen. Ich grüße dich, Hilde, was kann ich tun für dich? Ich hätte gern den Lichtblick. Sehr gern, Hilde. Da gucken wir doch mal beide, von welcher Richtung hier Licht kommt. Na, für dich. Ja. Das Licht kommt, meine Liebe, wenn du deine Maßstäbe erhöhst und mehr von Leben und von den anderen erwartest. Das finde ich mal richtig gut. Fühl mal rein. Das wird dir gar nicht so leicht fallen, wenn wir aufgelegt haben. Wahrscheinlich denkst du, du kannst schon froh sein, wenn überhaupt irgendwie von irgendeiner Seite irgendwas kommt. Dem ist nicht so. Ja? Du hast das Beste verdient. Fordere mehr. Strebe nach mehr heißt, fordere liebevoll ein, indem du sagst, ich wünsche mir, dass ihr euch öfter meldet. Ich wünsche mir, öfter mal unterwegs zu sein. Gib das nach außen und dann wirst du es auch bekommen. Ja? Mehr Aufmerksamkeit. Alles Gute wünsche ich dir, Hilde. Danke. Sehr gerne. Fordere es ein. Du hast es verdient. Mach's Gute, Liebe. Tschüss. Ja, man wird, auch wenn man älter wird und sehr viel Schlechtes erfahren hat, wird man ganz still, ganz leise und zieht sich zurück. Dann merken die anderen aber gar nichts von unseren Bedürftigkeiten, Befindlichkeiten. Deshalb gilt es, sich hier wieder bitte zu öffnen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Hallo, liebe Anja. Ich habe es noch mal geschafft. Ich freue mich. Was kann ich tun? Ja. Du, sag mal, kannst du mal bitte auf ihn gucken? Ist er eigentlich ehrlich mit mir? Oder hat er da noch jemand anders? Wir hatten ja gerade geguckt, ne? Also ich habe keine andere Dame gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke noch mal genauer rein. Ja. Da lag ja einfach nur, dieser Mensch will sich einfach nicht einlassen. Jeder hat ja da auch so seine individuellen Gründe. Er hat auch da seine Erfahrungen gesammelt und gemacht. Ich habe hier keine andere Frau liegen. Ja? Da liegt sehr viel Schmerz, Herzschmerz zugrunde, auch ganz viel negative Erfahrungen unter der Gürtellinie. Das hat ihn so demoralisiert und so verletzt, dass er sich einfach gerade nicht tiefer einlassen möchte. Ja? Aber eine andere Frau sehe ich hier nicht. Alles Gute. Und ist er ehrlich mit mir? Ja, definitiv. Okay, alles Gute wünsche ich. Mach's gut, Liebe. Tschüss. Übrigens, wer nicht kann, der will auch nicht. Ne? Wollen und können hängt miteinander zusammen. Da können wir uns selbst auch gerne mal ein bisschen gesund reflektieren, wenn wir sagen, oh sorry, tut mir leid, da kann ich nicht. Heißt das immer, ich will nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die Befindlichkeit, ja, auch da dürfen wir uns zu unseren Befindlichkeiten
stehen. Wichtig ist uns das nur bewusst zu machen, sonst bekommt dieses Ich kann nicht so einen Automatismus. Das kommt dann immer öfter unbewusst so über die Lippen und irgendwann glauben wir wirklich, dass wir es nicht können. Das ist nicht wahr. Wenn wir etwas scheinbar nicht können, will etwas in uns das nicht. Ja? Und es ist legitim zu sagen, ich will das nicht aus dem und dem Grund. Ja? Auch wenn man es dann vielleicht netter dem anderen gegenüber verkaufen kann. Nur wir dürfen uns selbst nicht belügen. Ganz wichtig, sonst verknoten wir uns. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Hier heißt die Helga. Ich grüße dich. Ich hätte gerne den Glücksgruß, bitte. Sehr gerne, Helga. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hast du denn was zu schreiben parat? Ja, grüße. Sehr gut. Dann schauen wir auf einen wunderbaren Glücksschwingungscode für dich. Mal gucken, was die Krafttiere zeigen. Och, du bist auch so ein ganz gutes Herz, ja? So ein liebes, gutes Herz. Und das gilt es zu schützen, meine Liebe. Die guten, sanften und leisen unter uns kriegen oft zu wenig vom Leben ab, weil sie einfach nicht laut sind, ja? Und keine Ellenbogen haben und andere auch nicht zur Seite schubsen wollen. Die freuen sich, wenn es allen gut geht. Die bleiben aber dadurch leider oft ein bisschen auf der Strecke. So, wichtig ist auch hier gesunde Selbstfürsorge, dass auch du lernst, liebevoll zu nehmen oder beziehungsweise Menschen anziehst, die es von selber geben. Und dafür sorgt der Glückscode jetzt, okay? Schreib mal bitte auf 38. Ja. 27. Ja. 24. Okay. 38, 27, 24. Ja. 38, 27, ja. 24. Mach es bitte 3 Wochen. 2-mal täglich, morgens, okay, abends, ein paar Mal hintereinander laut aussprechen und reinfühlen. Ich wünsche dir alles Gute, du liebes Herz. Ja, danke schön. Ja? Danke. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Mach's gut, du liebe. Tschüss. Bitte ins Laufband schauen, ihr Lieben. Dann könnt ihr auch mitmachen, dabei sein. Nur bis um 9 bin ich da. Die einzige Beratungsstunde hier am Vormittag. So, willst auch du dich mit dem Pranali tanken? Willst auch du, dass deine Zellen sich wieder auf Perfektion des Seins, auf den idealen Urzustand ausrichten? Perfektion des Seins heißt, alles ist rund, perfekt. Da funkt nichts dazwischen. Da funktioniert alles genau so, wie es sein soll. Und wenn jede Zelle wieder so funktioniert, funktioniert dein gesamtes System auch so. Perfektion des Seins, dann richten sich auch im Außen die Dinge wieder auf die Perfektion aus, dass alles läuft, rund läuft. Können wir machen, Reinigungsritual. Jetzt bis um 9 hast du die Chance, dich eintragen zu lassen. So, mein einziger Beratungstag in dieser Woche. Ich bin erst nächsten Donnerstag wieder da. Hier ist die Anja, guten Morgen. Hallo Anja, hier ist nochmal der Sven. Ja, super Sven. Ein Draht zu dir. Das ist meistens so. Einmal und dann gern mehrmals. Was kann ich tun, Sven? Ja, dann sehen wir uns nachher, oder sprechen wir uns nachher nochmal wieder. Genau. Ich hätte gerne das Reinigungsritual. Das finde ich sehr, sehr schön, Sven. Dann nehme ich dich super gerne mit rein. Wann hast du Geburtstag? Am 25.05. Mhm. 67. 67. So, mein Lieber, dann bist du mit drin. Pranalit steht schon auf deinem Namen, geht jetzt mit deinem energetischen System in Resonanz. Dann lassen wir dich mal tanken. Ich wünsche dir alles Liebe. Mach's gut, Sven. Ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Tschüss. Tschüssi. Super, auch die Herren sind heute aktiv mit dabei. Das freut mich. Wenn auch du zu mir kommen möchtest, gerne. Lichtblick steht dir zur Verfügung. Ein Lichtblick, gerade wenn es vielleicht schwierig aussieht, dunkel aussieht. Es gibt immer einen Lichtblick für jeden, auch für dich. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, hier ist die Helga. Ich hätte gerne den Glückscode. Sehr gerne. Hast du was zu schreiben? Ja. Super, du weißt, wie es geht, oder, Helga? Ja. Dann schauen wir mal, welche Krafttiere zu dir kommen. Oh, Helga, halte ich fest. Erzengel Jophiel ist gekommen. Möchte dir wieder mehr Lebensfreude schenken, ja? Mhm. Dass das Leben wieder Spaß macht. Die Farbe Gelb ist jetzt deine Kraftfarbe, ja? Und es kommt mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness und Gerechtigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreib dir bitte auf 44. 44. 11. 11. 27. 44-11-27. 44-11-27. Kannst gleich weitermachen, wenn du willst. Alles ja, Gute. Danke. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Da habe ich schon lange drauf gewartet. Ja, wunderbar. Danke. Tschüss. Mach's Gute, Liebe. Ja, du auch. So, Gerechtigkeit heißt, alles, was ungerecht gelaufen ist, wird jetzt wieder die göttliche Ordnung gebracht. Da werden Situationen bereinigt. Da kriegt die Dame Zugeständnisse, die sie vorher nicht bekommen hat. Willst du sowas nicht auch mal wieder erleben? Gerade wenn du dich vom Leben ungerecht behandelt fühlst, die Krafttiere sehen sowas in der Regel sehr schnell.
mal gucken, welche Krafttiere hier zu dir kommen wollen. Ja? Vielleicht ist es die Sicherheit, die Erdung, der Elefant, dass du wieder fest auf dem Boden stehst, egal wer alles rundherum an dir rumzupft. Ich finde dieses Bild auch so wunderschön. Da hängen ja so ein Haufen Tiere an dem Elefanten dran. Das macht dem natürlich überhaupt nichts aus. Das trägt ja alles mit und so kannst du dich auch fühlen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Anja. Die Martina ist dran. Ich grüße dich. Was kann ich tun, Martina? Ich möchte gerne in dein Reinigungsritual. Oh, sehr gerne, Martina. Dann bist du die Nächste. Da freue ich mich. Wir werden wieder eine tolle energetische Gruppe sein. Wann hast du Geburtstag, Martina? Am 6.3.67. 6.3.1967. So, und sofort geht's los. Martina, wunderbar. Energien fangen an zu fließen. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Alles Gute, liebe. Tschüss. Ja. Ihr Lieben, soll ich einen Chakrenausgleich direkt dazu nehmen? Ja? Dann machen wir das. Wir haben nur bis um 9 Beratung. Wir machen ab sofort intensive Beratung, weil es vorhin so schön war und weil es viele von euch brauchen. Nehme ich jetzt schon den Chakrenausgleich mit dazu. Das heißt aber auch, dass du zwei Personen in das Reinigungsritual eintragen lassen kannst. Ab sofort kommen zwei Personen auf meine Liste. Ein Anruf, zwei Personen, du und eine Person deiner Wahl kommen ins Ritual. Wenn du schon auf der Liste stehst, kannst du zwei deiner Lieben eintragen lassen. Ja? So, ein Chakrenausgleich. Ich lege sofort los, hier energetisch für dich zu arbeiten. Ich habe es vorhin gerade schon für eine Dame gemacht. Der Chakrenausgleich funktioniert super. Ab sofort geht's los. Du wirst auch, die meisten spüren das, die auch empathisch sind, sehr feinfühlig sind, fühlen oft, wie sich die Blockaden in sich lösen. Da kribbelt's in den Beinen, Druck geht raus oder es wird einem heiß. Können wir alles gleich mit dir auch ausprobieren, nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, jetzt gibt's alles bei mir. Auch den Chakrenausgleich. Jetzt gibt's zweimal Reinigungsritual. Natürlich kannst du dir auch weiter einen intensiven Lichtblick abholen. Deine Seelenbotschaft steht dir zur Verfügung. Du kriegst alles, was du haben möchtest. Egal, was du willst. Du wirst jetzt hier rundum verwöhnt, rundum versorgt. In der intensiven Beratung, meine letzte Beratungsstunde in dieser Woche. Bis um 9 haben wir übrigens nur Live-Beratung. Danach nicht mehr bis um 12, ja, kommt Leichter Leben und auch Astro-TV-Shop. Nutz deine Chance jetzt, bevor du aus dem Haus gehst. Lass dich pushen. Wie geht's dir? Was brauchst du? Jetzt bin ich da. Bis um 9 aber nur, ja. So, und weil es vorhin so schön war, oh, wow. Gehen wir auch jetzt wieder mit den Engeln in die Resonanz. Jeder kriegt auch noch einen Schutzengel. Du auch, wenn du mein nächster Gast bist. Und das ist Ariel. Und Ariel weiß ganz genau, dass du ein hochspiritueller Mensch bist. Ein hochsensitiver Mensch mit sehr sensiblen Antennen. Und Ariel sagt, dass du gerade in einer Phase der absoluten spirituellen Entwicklung steckst. Dass sich deine Gaben gerade massiv entfalten. Deine hellsichtigen und hellfühligen und auch geistigen Gaben vermehren und deine Sicht auf die Welt verändern, auch die Sicht auf dich selbst. Ja? Du bist in einem massiven spirituellen Entwicklungsprozess, den kannst du übrigens unterstützen durch Beten und Meditieren. Du bist in einem super Kontakt, in einem super Draht mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seele. Das heißt, in dieser Phase wirst du ganz viel erkennen, verstehen. Dir wird vieles bewusst werden. Zusammenhänge werden dir klar werden. Warum, weshalb, wieso die Dinge sind, wie sie sind. Hier warten ganz viele wichtige Erkenntnisse, hochspirituelle Momente auf dich. Aha-Erlebnisse. Ich sage immer gern so Erleuchtungsmomente. Da macht es so bling. Boah, plötzlich ist einem klar, ach, so ist das. Boah, das bereichert. Das schenkt Frieden, wenn man versteht, nicht nur mit dem Geist, sondern mit dem Herzen. Du bist auf einer Ebene, wo du mit all deinen Sinnen verstehst. Das führt zu einer göttlichen Gewissheit. Du fühlst es von innen heraus, ja, aus den Zellen heraus. Du gehst auch mit deinen Zellinformationen hier wieder in die Einheit. Alles ergibt ein Ganzes. Eins ist alles, alles ist eins. Das ist so ein Moment der Erleuchtung, wo du alles
für einen Moment irgendwie begreifst und verstehst. Und sowas geht nie wieder weg. Das verändert deine Sicht auf die Welt, deine Sicht auf dich selbst. Erst dann wirst du dir auch deines wahren göttlichen Potenzials bewusst, deiner wahren Macht, die in dir steckt, die wir alle haben, die in uns allen steckt, uns nur nicht bewusst ist. Und solange uns das nicht bewusst ist, können wir sie auch nicht leben, ausleben. Ja? Ariel unterstützt dich hier in diesem tollen Prozess. Wer hat's denn geschafft? Hier ist die Anja. Guten Morgen, hier ist die Anke. Ich grüße dich, meine Liebe. Ein hochspiritueller Prozess, den du gerade durchlebst. Was kann ich dir Gutes tun? Den Chakrenausgleich. Das machen wir, Anke. Achte mal bitte auf alles, was jetzt so die nächste Zeit fließt. Was dein Herz dir so sagt, was du auch träumst. Führ mal Traumtagebuch. Kann auch sein, dass du über die Träume sehr viele Infos wirst empfangen können, meine Liebe. Dein Sakralchakra ist massiv in der Blockade. Und das dritte Auge. Alles andere, guck mal, drittes Auge, das ist nämlich genau das, was sich jetzt wieder öffnet. Ja? Wobei dir Ariel hilft, sozusagen auch zu verstehen, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind. Da war auch so ein Opferbewusstsein bislang immer noch da, weil du punktuell natürlich auch schlecht behandelt worden bist. Ja, von meinem Freund. Ja, definitiv. Da trenne ich mich, aber er tut die Trennung nicht akzeptieren und macht jetzt ein, als würde er mir Auto fahren können und nicht mehr rauskommen. Meine Liebe, das kann er gerne machen, das kann er alles machen. Ja? Nicht akzeptieren wollen, so tun, als könnte er nicht. Wichtig ist, dass du dich nicht von deiner Entscheidung abbringen lässt und das durchziehst. Ich gratuliere dir ganz recht herzlich zu dieser klaren Entscheidung, die du getroffen hast. Du bist nicht dafür verantwortlich, diese erwachsene Person wie ein Kind jetzt an die Hand zu nehmen und mitzuziehen. Da muss er sich selber drum kümmern. So einfach ist das. Ja? Hätte er dich mal besser behandelt, wärst du ja auch nicht weggegangen. Jetzt muss er mal die Konsequenzen seines Handelns tragen. Das ist wichtig. Nimm ihm das auf keinen Fall ab. Ja? Das ist seine Aufgabe. Du gehst jetzt erleichtert deinen Weg und Ariel wird dich dabei begleiten. Oh, die Energien fließen jetzt ganz stark, Anke. Mhm. Sei stolz auf dich. Du bist auf einem super Weg. Bitte geh weiter. Ja? Alles Gute. Danke dir. Sehr gerne. Du schaffst das. Ziehst durch. Ja, sehr gut. Ja. Alles Gute. Tschüss. Na, danke dir. Ich habe auch Gänsehaut, den ganzen Rücken runter. Da fließen die Energien. Anke hat es wahrgenommen, die spürt es. Sie ist einen ganz massiven Schritt nach vorne gegangen. Wir gab es schon ganz andere Zeiten. Schön, wenn ich merke, wie ihr euch entwickelt. So, jetzt guckt doch bitte mal, welcher Erzengel mein nächster Gast hier zu erwarten hat. Erzengel Raphael, den großen Heiler. Übrigens, ihr Lieben, bitte ins Laufband schauen, bevor ihr euch einwählt. Dann könnt ihr zu mir kommen. Und das ist eine so schöne Nachricht. Erzengel Raphael ist dein Schutzengel, ist mit dir, deinem energetischen System in Resonanz, wenn du als nächster zu mir kommst. Erzengel Raphael hilft dir, körperliche Herausforderungen und Schwierigkeiten bei dir selbst und anderen zu heilen. Du bist ein Heiler wie ich, sagt Raphael. So, guck dir das an. Du gehörst zum Heer der Heiler, zum Heer von Erzengel Raphael. Wahrscheinlich arbeitest du auch in einem sozialen Beruf im helfenden, heilenden Bereich. Das tun die meisten, ja? Die Raphael als Leitschutzengel haben. Helfen und heilen ist dir wichtig, dass es anderen Menschen gut geht, besser geht. Du warst bestimmt auch immer schon so ein bisschen der Hausbriefkasten für andere. Von Anfang an sind die Freundinnen, bekannten Freunde, vielleicht auch Geschwister zu dir gekommen, haben sich bei dir ausgeheult, ausgeweint, weil sie immer schon deine Anwesenheit alleine ist ja Heilung. Da fühlen sich andere wohl, die fühlen sich davon angezogen. Die wissen, wenn sie mit dir reden, geht es denen hinterher einfach besser. Ja? Und es ist ein Teil deiner Lebensaufgabe, diese Aspekte auch zu leben. Erst sozusagen über die eigene Heilarbeit an sich selber, ja? Alle Erzengelbeauftragten übrigens, in meinem numerologischen Kartendeck sind das übrigens die Leute, die als Charakterzeilen Erzengel-Aspekt haben. Bei mir ist das zum Beispiel die 40. Ich habe Erzengel-Michael-Aspekt.
Deshalb bin ich so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Alles Unrecht, also das bringt mich schon immer. Ich war als Kind schon so. Das habe ich noch nie verstanden. Wenn jemand ungerecht behandelt wurde oder unfair oder jemand wehgetan wurde, auch Kinder, wenn die andere geärgert haben, war ich immer schon so. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich habe mich da auch immer schon vor Schwächere oder hinter Schwächere gestellt. Jetzt weiß ich, warum das so ist, weil es meine Aufgabe, Lebensaufgabe ist. Du bist jemand, der helfen soll, sozusagen sich selbst zu heilen, diese Herausforderung erstmal an sich selbst zu erfahren, auch eigene Themen, innere Themen, auch emotionale Themen, ja, in den Frieden zu bringen, um das dann eben bei anderen auch tun zu können. Anderen zu helfen, das selbst tun zu können. So, hier ist die Anja. Wer hat's geschafft? Hallo, das ist die Ingrid. Hallo. Dann bist du mein Heilengelchen. Ja. Raphael ist dein Begleiter, meine Liebe. Was kann ich tun? Ja. Für die ganzen Chakren Ausgleich. Ja, das machen wir. In welchem Beruf hast du denn gearbeitet, meine Liebe? Ach, ich war als Köchin früher tätig. Naja, da bist du ja auch in der sozialen Interaktion und hast bestimmt auch immer ein bisschen Frieden ins Team gebracht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ne? Oh ja. Genau, finde ich toll. Meine Liebe, du hast aber auch ein hartes Leben gehabt. Also alter Verwalter, ja, sage ich nur. Ja. Da sind massive Blockaden da, von der Wurzel über Sakralchakra, Solarplexus. Das Herz ist auch sehr verletzt. Es sind viele Enttäuschungen drauf, viel Traurigkeit. Einige Verluste liegen hier auch drauf. Ja? Ja. Das bringen wir jetzt mal ins Freischwingen, meine Liebe. Was unterstütz, ich sag dir mal deine Kraftfarben. Die sind rot, orange, gelb, grün und rosa. Ja. Alles, was Pastelltöne sind. Umsorge dich viel mit Blumen jetzt im Frühjahr, alles so schöne, leuchtende Pastelltöne. Ja, das baut dich auf, das tut dir gut. Dir empfehle ich Nelkenöl oder Patchouliöl als Aromatherapie, um deine Wurzel hier auch zu stärken. Ja? Mhm. Kriegst du in der Apotheke oder im Reformhaus, frag mal nach, Nelkenöl, Patchouli. Bitte in der Duftlampe anwenden, nicht auf der Haut, ganz wichtig, nur als Duftaromatherapie. So, oh, jetzt fangen die Energien an zu fließen. Meine Ohren werden jetzt gerade ganz heiß. Ja? Mhm. So, auch das Herz wird sich öffnen. Wenn du einen Rosenquarz zu Hause hast, leg den gerne öfter mal 15 Minuten auf dein Brustbein. Lass ihn mal einziehen, sozusagen dein System zusätzlich, gerade die Herzebene hier in die Öffnung bringen. Ja? Und ansonsten lassen wir den Chakrenausgleich jetzt mal arbeiten. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, danke schön. Sehr gerne, meine alles, Liebe. Alles Gute, mach's danke gut. Schön. Tschüss. Intensive energetische Heilarbeit, die jetzt für dich, oh, jetzt ist mir ganz schwummrig für einen Moment. Hier geht was Schwummriges raus bei der Dame, ja, ich fühle das ja stellvertretend. Mal gucken, ob es mir bei dir auch schwummrig wird. Anonym machen wir weiter. Ab sofort gehen wir in die Anonymität, weil ich weiß, dass ganz viele zu Hause warten. Ich will auch, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich möchte nur anonym, kein Problem. Ab sofort sind wir anonym. Keiner hört dich, keiner erkennt dich. Hol dir deinen Chakrenausgleich zweimal, Reinigungsritual oder irgendeine andere Runde, Lichtblick, Seelenbotschaft, mache ich alles. Und Athene ist für meinen nächsten Gast gekommen. Und guck mal, Athene ist einer der Engel, der ganz viel Kraft bringt. Denn Athene sagte, du darfst ruhig kraftvoll sein. Du weißt mit deiner Kraft nämlich liebevoll umzugehen, sodass sie gut für dich und andere ist. Und das kann sein, dass du in letzter Zeit öfter schon Kraftausbrüche hattest. Vielleicht hast du gedacht, was ist denn mit mir los? Weil es vielleicht ein bisschen negativ, scheinbar negativ behaftet war. Du öfter wütend, schneller wütend geworden bist. Das Gefühl hattest, oh, die gehen mir alle auf den Sack. Ja? Oder ich würde am liebsten auf den Tisch hauen oder eher Stopp sagen. Das ist die Kraft, die Athene meint. Das ist nichts Negatives. Im Gegenteil, das ist was ganz Positives. Ja? Da kommt dein inneres System, kommt nämlich wieder zu Kräften und sagt ganz klar, stopp mal. Hier stimmt irgendwas nicht mit meiner Grenzsetzung. Hier übertritt ja ständig und schon lange und immer wieder jemand meine Grenzen. Und ein inneres System erstarkt gerade und sagt, stopp, die Grenze war zu weit an mir dran. Die schiebe ich jetzt mal wieder ein Stück in die Richtung des anderen. Bis hierher und nicht weiter. Es ist ganz wichtig, wenn du auch deine äußeren Umstände umstrukturieren möchtest, erstmal diesen inneren Gefühls, diese Gefühlsstruktur neu zu strukturieren,
War das richtig zu strukturieren? Ja, sag mal so, ne? So, erstmal die gefühlten Grenzen wieder Richtung der anderen schieben. Wenn du nämlich das Gefühl hast, die wurden ja ständig übertreten, musst du das Ding zurückdrehen und dem anderen erstmal sozusagen beibringen, stopp mal, hier sage ich eher nein, hier sage ich eher stopp. Und dieser Prozess, ja, der inneren Reinigung, der inneren Neustrukturierung findet gerade statt. Athene unterstützt das. Das muss so sein, soll so sein. Du wirst gerade gesünder ausgerichtet, ja, gemäß deinem Urpotenzial. Da haben wir auch wieder hier, jetzt würde ich dir auch übrigens Reinigungsritual noch als Unterstützung empfehlen, absolut, oder ein Chakrenausgleich, kannst du dir abholen, anonym, hört ja keiner, dass du ganz kraftvoll und liebevoll kraftvoll dich nach außen präsentieren kannst und die anderen das auch respektieren, akzeptieren und auch dann danach handeln und eben nicht mehr brachial deine Grenzen übertreten. Deshalb muss man auch sehr kraftvoll, sehr bewusst, selbstbewusst auftreten, sonst nehmen die anderen dich ja gar nicht ernst. Ne? Wenn man so hier so um die Ecke kommt, ja, würdest du mal bitte und hier mal meine Grenze nicht so übertreten, dann denkt der andere, wieso, das habe ich seit 15 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren schon immer gemacht. Was willst du, du Maus, du Wurm? Mache ich weiterhin. Ja, der andere verzichtet ja nicht freiwillig auf das, was du ihm vielleicht eine Zeit lang zu viel gegeben hast. Die anderen wollen immer natürlich das Gleiche haben, wenn sie es schon vorher auch bekommen haben. Deshalb muss hier Kraft kommen, da muss auch mal Wut kommen, da muss auch eine massive Entschiedenheit kommen, ein ganz klares Nein-Stopp kommen, damit der andere merkt, dass du es ernst meinst. Erst dann wird er deine Grenzen wirklich respektieren, ein Stück zurückrudern und dich erwachsen und groß sein lassen. Ja? Und diesen herrlichen Prozess unterstützt Athene. Anonym. So, wer ist denn hier das Stehaufmännchen? Das kraftvolle Mädchen oder der kraftvolle Junge da draußen? Ich hoffe, ich lerne dich gleich kennen nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Oh, hier bin ich wieder, anonym. Nur noch eine halbe Stunde, das ist verrückt. Ich bin schon anderthalb Stunden hier. Es gibt nur noch eine halbe Stunde Live-Beratung bis 12 Uhr. Das ist die einzige Chance für dich, überhaupt hier noch eine Runde abzuholen. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Mich friert's gerade, Anja. Ja, wunderbar, Anke. Heute läuft's mit uns. Hier. Deine Frage, Anke, deine Frage brauche ich. Das, sehr gut, hier, das guck mal an. So, Anke, merkst du, Athene, jetzt kommt noch der Power, die Kraft, dass du dich nicht wieder belatschern lässt, ja? Wir sprachen gerade von Abgrenzung, ja? Dir treu bleiben, auch mal wütend sein, auch mal, damit der andere dich ernst nimmt. Er nimmt dich ja noch nicht so richtig ernst. Genau, deshalb zieht er Dingen durch, meine Liebe. Genau, und das bist du aber ab sofort, ja? Du wirst ja jetzt hier massiv gestärkt. Meine Liebe, das wird eine super Geschichte werden mit deiner Tochter. Die wartet eigentlich fast darauf, dass du wieder auf sie zukommst. Ich habe sie passiv liegen, die würde sich, schreib ihr mal einen Brief. Die wartet ehrlich gesagt schon darauf, dass ihr wieder irgendwie in den Kontakt kommen könnt. Wenn du möchtest, ja. Super, super, superb, ja? Pass auf, wir können das nicht so vertiefen, Anke. Die Zeit habe ich hier nicht in der Sendung. Sie ist für alles offen. Du kannst ihr mehrere Briefe auch schreiben. Erzähl von dir, sei positiv, konstruktiv. Erzähl ihr auch von deiner aktuellen Entwicklung. Du wirst hier eine super Ebene mit deiner Tochter finden. Das kann sofort losgehen, ja? Auch hier in die Aktivität gehen. Das ist jetzt gefragt von deiner Seite. Alles Gute wünsche ich dir, ja? Sehr gerne. Eine super schöne Entwicklung für diese Dame. Das ist der Oberhammer. Ich freue mich so sehr. So, mein nächster Gast, Aurora, wird ebenfalls in den Höheflug gebracht. Das freut mich total. Ich liebe euch. Ich liebe es, wenn ich euch helfen kann, in den Höheflug zu kommen. Denn das heißt, deine wahre Größe zu erkennen. Ja?
Du bist gerade nämlich auf dem Höheflug. Das kann für andere bedrohlich sein. Doch auch hier sagt Aurora, komme bitte nicht herunter. Die anderen werden sich bald durch dein Beispiel inspirieren lassen. Du bist jetzt sogar Vorbild für andere. Ja? Das ist der gleiche Prozess eigentlich, den auch gerade Athene schon initiiert hat. Du bist kraftvoller als vorher, stärker als vorher. Du trittst entschiedener, bewusster auf dem Höheflug heißt, ja. Du traust dich plötzlich Dinge, die du dich vorher noch nicht getraut hast. Und Aurora will, dass das so ist, denn nur so kannst du die eng gesteckten Grenzen, die du bislang hattest, ausdehnen, weiter ausdehnen. Und je mehr du diese Grenzen ausdehnst, umso mehr Raum hast du für dich. Viele agieren in so einem ganz kleinen Handlungsspielraum, ja. Das sind diese ganzen kindlichen Aspekte, was man übergenommen hat, Kleinheitsgefühle, Ohnmacht, Angst, Unsicherheit. Da hat man sich so ein ganz kleines Terrain nur abgesteckt, weil man immer noch wie ein Kind fühlte. Ja, Mama, Papa haben gesagt, darf ich nicht, kann ich nicht. Okay, dann hat man sich auch nicht mehr zugetraut. Wir haben aber uns nicht bewusst gemacht, dass wir ab dem Moment, wenn wir erwachsen sind, eigentlich in der Lage sind, sofort unsere Grenzen zu dehnen und zu sagen, hey ho, stopp mal, jetzt kann ich, jetzt mache ich, jetzt will ich, ja, ich dehne meine Grenzen und lasse diese Dinge, die ich vorher habe, mit mir geschehen lassen müssen, die lasse ich nicht mehr zu. Das haben die meisten von uns nicht gelernt, das wurde den meisten von uns nicht vermittelt, das ist auch nicht schlimm, weil unsere Eltern haben es auch nicht gelernt, die konnten es uns gar nicht vermitteln, aber wir können das jetzt selber lernen. Diesen Raum wieder zu vergrößern, mehr Spielraum zu haben, mehr Raum, uns zu leben, uns zu fühlen und zu sein, sozusagen. Das ist dein Spielraum. Und du bist gerade dabei, diesen Spielraum zu vergrößern. Andere werden das so empfinden, dass du gerade wie auf einem Höhenflug bist, so frei nach dem Motto, was ist mit dir los, wieso bist du plötzlich so anders, wieso kann man mit dir plötzlich nicht mehr das machen, was man immer schon machen konnte. Es können auch so Dinge kommen wie, bist du aber egoistisch, du guckst ja immer nur nach dir und immer geht es nur um deine Befindlichkeiten, lass dich davon nicht irritieren, ja? Das sind oft übrigens die inneren Kinder in den anderen, die empfinden das so. Mach du deinen Raum bitte schön groß. Ja? Je größer dein Raum, umso größer ist auch dein Handlungsspielraum. Und du willst doch größeren Handlungsspielraum, oder? Du willst doch am Knopf sitzen, am Drücker sitzen. Das Segelschiff, das Lebensschiff, dein Lebensschiff segeln, der Captain sein. Je kleiner der Spielraum, umso mehr werden wir von außen gesteuert. Je größer dein Spielraum, umso mehr steuerst du. Ja? Sind wir ganz klein, steuert das Außen. Machen wir uns groß, steuern wir das Außen. Ja? Es steht immer in Resonanz, in Verbindung. Gib dir Raum. Geh auf dem Höheflug. Mach dir deine Kraft bewusst. Mach dir bewusst, wer und was du bist. Ein göttliches Wesen, ein Schwingungswesen, ein Schöpfer, ein energetischer Schöpfer. Du erschaffst, du schöpfst sozusagen deine Realität. Wir alle erschaffen unsere gelebte Realität. Auch die, die wir jetzt gerade haben, haben wir erschaffen. Dummerweise nur unbewusst. Deshalb ist es oft nicht so wirklich schön. Du kannst dich aber jetzt entscheiden, in ein bewusstes Schöpfertum zu gehen, dir bewusst zu machen, dass alles, was ist, du erschaffst. Über Resonanzen, wie innen so außen. Schauen wir unsere inneren Dunkelthemen nicht an, werden sie uns so lange im Außen begegnen, werden sie uns so lange im Außen immer wieder schmerzhaft triggern, bis wir diese Dunkelthemen in den Frieden, ins Licht gebracht haben. Das heißt, zulassen, bejahend fühlen, bejahend reinfühlen in all die Ängste, all die Traurigkeiten, all die Wut, all die Ohnmacht, Unsicherheiten, Kleinheitsgefühle, die irgendwo noch in uns drin sind. Das sind kleine innere Kinder, die gesehen werden wollen, die ans Licht kommen wollen. Wenn sie einmal am Licht sind, sind sie plötzlich gesehen, sind sie im Frieden, sind sie in Liebe, dann wandelt sich Schatten in Licht. Dunkelheit in Liebe, Liebe heilt alles. Ja? Innere Kindheilung ist, diese inneren Kinder zuzulassen, wahrzunehmen, anzunehmen, nochmal zu fühlen, zu sagen, hey, ich sehe dich, kleines inneres Kind, jetzt fühle ich dich wieder. Jetzt fühle ich noch mal deine Traurigkeit, deinen Schmerz. Jetzt musst du nicht mehr traurig sein, keine Schmerzen mehr fühlen. Ich bin jetzt groß, ich bin erwachsen, du kannst jetzt spielen gehen. Dann ist das weg, dann ist das frei. Und je öfter du das machst, umso
größer wird dein Spielraum, umso erwachsener wirst du, umso stärker wirst du. Und da wollen die Engel dich hinführen. Da will Aurora dich hinführen. Ich habe Gänsehaut, Leute. Gänsehaut. Wenn auch du eine ganz, ganz tolle Gänsehaut gerade hast, ist es vielleicht dein Thema. Dann ist Aurora für dich gekommen. Du bist gerade auf einem Höhenflug. Das mag für andere bedrohlich sein, doch bitte komme nicht herunter. Denn die anderen werden sich bald durch dein Beispiel inspirieren lassen. Jeder wünscht sich diesen Prozess. Die meisten wissen nur nicht, wie es geht. Deshalb gestehen sie es dir im ersten Moment vielleicht auch nicht zu oder denken, was machst denn du da? Aber die werden Gott dankbar sein, wenn du es ihnen vorlebst. Dann können sie es nachmachen. Hier ist die Anja. Hallo, hier ist die Hannelore. Ich freue mich, meine Liebe. Du bist auf dem Höhenflug und da bleibst du mal gefälligst, meine Liebe. Was kann ich dir Gutes tun? in der Arbeit sozusagen, ja? Sehr gut, da gucken wir mal rein. Na, guck mal, das hängt ja mit diesem Thema auch zusammen, ne? Sehr gut, sehr gut, super. Finde ich ganz toll. Wir gucken mal rein. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, zu gehen? Guck mal, ich zwei in einem, ne, nachgegangen. Ich würde dir empfehlen, mal verstärkt daran zu denken, dir das bewusst zu machen. Du hast dort nie die Wertschätzung bekommen, die du verdienst. Niemals. Und zwar gar nicht, never, ja, über lange Zeit. Du hattest bislang noch nicht den Mut, deinen Weg zu gehen, aber eigentlich hast du dich schon lange entschieden. Hier liegt der Übergang, ja, hier unten liegt das Ende. Das ist schon ganz klar, es ist Entscheidung in dir drin. Und hier liegt der Neubeginn, die Chance. Du kannst innerhalb von 2 Monaten, hast du ja einen super genial geilen Job mit einem guten Geld, mit dem Respekt der Anerkennung, was du dir wünschst. Das Tor steht offen, du musst jetzt nur noch durchgehen. Ja, guck nach was Neuem. Meine Liebe, du wirst ganz schnell was finden und dann kannst du direkt wechseln. Und dort findest du das, wonach du dich so lange schon sehnst. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, geh's an. Jetzt. Mach's gut. Tschüss. Fantastische Informationen heute Morgen. Ihr Lieben, es gibt einen weiteren tollen Schutzengel, den Engel der Liebe, den Engel der Vermählung, den Daniel. Bitte achte aufs Laufband, bevor du dich einwählst, damit der Daniel zu dir kommen kann. Daniel ist nämlich der Engel der Vermählung und der steht dir jetzt zur Seite. Und jeder, der öfter hier bei mir zuguckt, kennt den Daniel wahrscheinlich auch schon ziemlich gut. Denn Daniel hilft, alle Schmerzen, die mit enger, fester Beziehung, vor allem auch eheähnlicher oder ehelicher Beziehung zu tun haben, zu heilen. Da muss es mal eine Wunde gegeben haben, da ist das Vertrauen massiv erschüttert worden. Da ist das Herz nur bedingt offen oder gar nicht. Es hat bislang einfach sich nicht so weit öffnen können, dass der andere sich zu 100%, dass du dich zu 100% wieder auf das andere Geschlecht hast einlassen können. Und diese Wunde möchte Daniel mit dir gemeinsam heilen. Denn tief in dir drin wünscht sich deine Seele eine dauerhafte, feste Beziehung, möchte sie ankern bei ihm oder ihr, ja, bei Traummann, Traumfrau. Daniel kommt oft zu Scheidungsmenschen, Scheidungskindern, die selber als Kind sogar schon die Trennung der Eltern erlebt haben. Scheidungskinder machen, obwohl sie sich genau das Gegenteil wünschen, oft auch im eigenen Erwachsenenleben gern mal in der ersten Beziehung auch eine Scheidung durch. Da merkt ihr auch, ne? Nicht die Zeit heilt alle Wunden oder alte Wunden. Erst wenn man diese Schmerzthematik wirklich aufgearbeitet hat und damit im Frieden ist, heilt die Wunde. Dann müssen wir die Erfahrung nicht nochmal machen. Aber die wenigsten arbeiten das als Kind auf. Gehen vielleicht in eine Therapie, ja, um das zu verarbeiten, die Trennung der Eltern. Und da sie das dann mitnehmen ins eigene Erwachsenenleben und sogar krampfhaft sogar nach einer bitte dauerhaften Beziehung suchen, ist die Erwartungshaltung so groß, so verkrampft letzten Endes geht man dann auch in die Situation rein, dass der potenzielle Partner, Partnerin dieser Erwartungshaltung überhaupt nicht bedienen kann, gerecht werden kann. Liebe sollte man so und so eigentlich nie mit einer Erwartung eingehen. Wirkliche Liebe ist ja eigentlich auch bedingungslos, ohne Bedingung. Ja? Dann geht man fluffig rein und freut sich, wenn der andere gerne bleibt. Ja, und deshalb
wiederholt sich oft diese Thematik nochmal, weil wir dann erst im Erwachsenenalter, wenn wir nochmal mit dieser Wunde des Verlustes konfrontiert wurden, da suchen sich die meisten dann doch Hilfe, Aufarbeitung, Verarbeitung. Und dann muss es nicht unbedingt nochmal passieren. So, Daniel möchte diese Wunde jetzt mit dir heilen. So, und das Tolle ist, ihr Lieben, wir haben hier alles für dich im Angebot. Du kannst einen Chakrenausgleich machen, zweimal Reinigungsritual. Der Pranalit wartet, der arbeitet übrigens schon für alle durch, die sich vorhin schon haben eintragen lassen für das Reinigungsritual. Jeden einzelnen Februartag wirst du hier gestärkt, gereinigt auf energetischer Ebene. Am 28. nochmal ein extra, eine Waschung, eine extra Zeremonie mit Räuchern, Klangschalen, mit Feuer und Wasser. Es wird fantastisch, da kommt noch mal so ein Erleichterungsschub. Dein System soll bis Ende Februar richtig schön durchgereinigt sein. Du kriegst einen intensiven Lichtblick. Und ins Ritual kannst du übrigens zwei Menschen jetzt eintragen lassen. Unglaublich. Aber nur bis um 9. Habe ich schon gesagt, dass ich nur bis um 9 hier bin? Ich weiß nicht, was mit der Uhr wieder los ist. Es ist schon kurz vor 8:45. Es ist Wahnsinn. Keine Ahnung, wo die Zeit hin ist. Wenn ich hier in der Beratung bin, wenn ich im Channeln bin, im Kanal drin stecke, da gibt es keine Zeit. Ja, gibt es weder Raum, weder Begrenzung noch Zeit. Deshalb erschrecke ich immer fast ein bisschen, wenn ich auf die Uhr gucke, weil leider dann die Beratungszeit schon wieder fast vorbei ist. Unglaublich. Hier ist die Anja. Wer hat's denn geschafft? Hallo, Hannelore noch einmal. Unglaublich, meine Liebe. Was kann ich tun? Sehr gerne. Ja, so, erstmal du, Hannelore, ne? So, erst du, meine Liebe. Wann hast du Geburtstag? 1900? Mhm. Und die Tochter? Da mache ich an ihrem Geburtstag das Ritual. Wie heißt sie denn? Das ist ja toll. Und dir gratuliere ich natürlich nachträglich noch zum Geburtstag, meine Liebe. Ja, du bist mit dabei, meine Liebe. Und ganz viel Liebe kommt auch auf dich zu. Ja? Genau. Ich wünsche dir alles Gute. Ne? Bis dahin. Mach's gut. So, Christel ist der Schutzengel meines nächsten Gastes. Und auch hier steht so eine tolle Entwicklung an. Du darfst nämlich voller Hoffnung und Vertrauen sein. Etwas Gutes, Neues erscheint. Bald. Noch ist es nicht sichtbar, aber etwas Gutes, Neues erscheint. Meistens innerhalb der nächsten 3-4 Wochen in diesem Bereich. Ja, innerhalb der nächsten Wochen wird eine ganz, ganz günstige, positive Entwicklung bei dir passieren. Das heißt, vielleicht hast du gerade eine schwierige Situation, geh davon aus, dass sie sich circa innerhalb eines Monats löst. Wir gucken mal gleich, zu wem Christel gekommen ist, nach den Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, Christel ist gekommen. Ich möchte ganz viele noch von euch hier in die Beratung kriegen. Wir sind anonym. Besser geht's nicht. Wunschrunde anonym. Christel ist da. Jeder kriegt eine Schutzengelfrequenz geschenkt. Zweimal Ritual, wenn du willst. Nur bis um 9 übrigens. Ne? Jetzt oder nie. Danach keine Beratung bis 12 Uhr. Nutz jetzt deine Chance. So, erdende Klänge habe ich auch noch mitgebracht für ganz, ganz viel Erdung und Sicherheit. Diese Frequenzen fließen automatisch in deinem System. Wenn du es hörst, bist du schon mit der Frequenz in Resonanz, stärkt dein Wurzelchakra, die unteren Chakren, Wurzelsakralchakra vor allem, ja. Gefühl der Sicherheit, auch ein tieferer Ton, wie du merkst, ne. Oh, herrlich, ja, ach, Klangschalen sind so toll. Such dir auch im Internet öfter mal ein paar Klangschalenklänge raus. Dort findest du übrigens auch einen Chakrenausgleich von mir mit Farbatmung. Super Geschichte, kannst du auch automatisch nebenbei immer mal so dein Chakrensystem in die Ordnung bringen. Lass das mit einem Chakrenausgleich hier in der Sendung beginnen. Ja? Ich arbeite richtig fett, gleich energetisch, bringen wir schon mal alles in die freie Bewegung und dann kann das mehr und mehr ausfließen. Du kannst so viel intensiv hier für dich tun lassen, mit einem Anruf, wenn du ein bisschen Glück hast.
da kann sich unglaublich viel tun und verändern. Und ich freue mich, dass ich heute auch viele Zuschauer in der Leitung hatte, mit denen ich ja auch schon über Jahre telefoniere. Danke, dass ihr mir auch so treu seid. Wunderbar. Und ich liebe es dann mitzubekommen, welche Entwicklung ihr durchgemacht habt. Ja, aus welch schwierigen Situationen ihr teilweise kommt. Voller Kummer, weiß ich noch, voller Resignation, voller Traurigkeit, Müdigkeit. Wenn ich jetzt sehe, ihr habt euch entschieden, ihr seid aufgestanden, ihr habt euch entschieden, vielleicht auch wirklich jetzt zu trennen, dir das nicht mehr bieten zu lassen, ja? Oder klar für Neubeginn, seid schon raus aus der Trauer, der Traurigkeit, der Lethargie. Wenn ich das immer wieder erlebe und sehe, welche tolle Entwicklung ihr macht, wie ihr nach vorne geht, nach vorne strebt, wie euer Selbstwertgefühl sich stärkt, ist das für mich das größte, schönste Kompliment. Ach, ich danke euch dafür. Das motiviert mich, das ist meine Lebensaufgabe, euch dazu zu verhelfen, euch selbst zu helfen, euch nach vorne zu bringen. Energetisch kann ich euch über Techniken, über einen Chakrenausgleich hier massiv unterstützen, über spirituelle Hilfsmittel, natürlich, die nutze ich ja privat selber alle auch, gerade auch den Pranalit, auch in meinen Privatberatungen, um mich sofort immer wieder zu reinigen, energetisch neu zu pushen. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Anja, hier ist die... Ich grüße dich, was kann ich tun? Ja, dann machen wir den einfach mal und du fühlst mal rein, wie es dir hinterher geht. Ja, du weißt, Christel ist dein Schutzengel, kommt eine gute Nachricht zu dir ins Haus innerhalb der nächsten 3 bis 4 Wochen. Ja, noch ist diese Nachricht, diese gute Entwicklung nicht sichtbar, aber bald, das soll ich dir sagen. So, es ist eine gute Entscheidung für den Chakrenausgleich. Bei dir sind auch die unteren Chakren massiv in der Blockade, meine Liebe. Vor allem Wurzel, Sakralchakra, Solarplexus und auch das Herzchakra. Das fühlst du, glaube ich, auch schon lange. Dir fehlt schon lange Power, Kraft, Energie. Ne? Es ist auch sehr viel eine starke Unsicherheit. Du fühlst dich nicht sicher in diesem Leben. Ne? Es könnte immer irgendwas um die Ecke kommen, was dir wieder die Füße wegzieht. Es ist auch viel Traurigkeit, Enttäuschung, sehr viel Schmerz auch in deinem System. Das stammt aus Kindheitstagen. Was ist denn dein Geburtsjahr? Brauchst nur das Jahr sagen, bitte. Dein Geburtsjahr, bitte mal sagen. Okay, ist ja klar, in welche Zeit bist du gestartet? Machen wir uns nichts vor, ja? Da waren die Menschen alle schwerst traumatisiert. Kinder nehmen das ja wie mit der Muttermilch auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ihr habt auch noch Mangelzeit, teilweise auch noch Hunger mitgemacht. Es ging um Überleben statt um Leben. Müssen wir jetzt auch nicht tiefer eingehen. Das wird jetzt abfließen. Und hier kommt mehr Sanftheit, mehr Freude, mehr Weichheit. Ja, lass mal den Chakrenausgleich hier wunderbar fließen. Und wenn du es schaffst, würde ich dich auch noch mit ins Reinigungsritual nehmen. Probier es gern noch mal. Alles Gute, wenn du magst. Ne? So, ihr Lieben, der Chakrenausgleich läuft. Hier ist die Quatsch. Sag mal, wo bin ich denn? Laufband, wollte ich sagen. Bitte ins Laufband gucken und dann erst einwählen. Rechtlicher Hinweis. Ist ja, sowas ist hier für mich immer gar nicht wichtig, ne? Wenn ich hier so in meinen Energien bin. Vanessa und Yvonne, 2 Engel für meinen nächsten Gast. Vanessa, bitte dich ganz klar, dich mal zu hinterfragen. Geh mal nach innen, bitte. Mach es alleine. Geh nach innen. Geh am besten raus in die Natur, setz dich auf eine Bank und frage dich selber, was genau bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher und was bringt mich von ihr ab? Du musst eine bewusste Entscheidung treffen. Was entspricht dir, entspricht deiner Seele, ja? Dessen, was du tust, mit was du dich umgibst und was davon bringt dich eher von deinem Herzgefühl, deinem Seelengefühl weg, ab? Entspricht damit auch nicht deiner Lebensaufgabe. Ja? Es ist wichtig, dass du jetzt diese Entscheidung bewusst triffst. Nimm dir auch Stift und Zettel mit. Da kannst du rote Liste, grüne Liste schreiben. Auf die rote bitte alles, was doof ist. Auf die grüne alles, was gut ist. Und dann guckst du mal auf die rote Liste und mach dir bewusst, guck mal, das und das und das machst du alles, obwohl es dir nicht gut tut. Ja? Triff eine bewusste Entscheidung für die grüne Liste und eine bewusste Entscheidung, das, was auf der roten Liste steht, nicht mehr zu tun, sofern du es nicht musst. Sowas wie Arbeit, aber selbst das kann man auch in die Veränderung bringen, wenn auch längerfristig. Ja? So, und was dir bei diesem Findungsprozess helfen kann, ist der Kontakt mit Tieren. Denn du hast eine besondere Verbindung zu Tieren.
Tiere bringen dich wieder in dieses reine Urgefühl deiner Seele zurück. Ja? Menschen schaffen das nicht, aber Tiere. Weil Tiere beurteilen nicht, verurteilen nicht, werten nicht, bewerten nicht und entwerten nicht. Ja? Ich denke, dass du viele solche Dinge durchlebt hast und deshalb gar kein Vertrauen mehr so richtig zu dir und deiner eigenen inneren Stimme hast. Ein Tier kann dir aber dabei helfen. Yvonne, der Tierengel, ist an deiner Seite. Vielleicht schickt er dir sogar ein Haustier oder einen Kontakt mit Tieren. Vielleicht auch nur gucken. Kommt ein Eichhörnchen vielleicht an die Bank und bleibt eine Weile bei dir sitzen. Das kann schon Heilung genug sein, um dich wieder in das reine Urgefühl ohne Wertung, Bewertung deiner selbst zu bringen. Und diese bewusste Entscheidung für dich zu treffen und zu finden. Das ist ganz wichtig, dass du diese bewusste Entscheidung triffst, weil das ist dein künftiger Weg. Triffst du sie nicht, handelst du weiter aus dem Unbewussten heraus, und zwar aus dem dir schädlichen Verhalten heraus. Bewusst ist, wir sitzen am Drücker, wir haben es selbst entschieden. Unbewusst werden wir entschieden. Dann macht das Umfeld weiter mit uns, was es will. Macht euch das immer bewusst. Wenn wir aus der Unbewusstheit handeln, das heißt so im stressigen Alltag, deshalb kommt auch Unkonzentriertheit, das vergessen wir was, gehen wir einkaufen, haben wir schon wieder vergessen, was wir kaufen wollten, kenne ich auch zur Genüge. Das ist unbewusstes Handeln, weil wir immer viel zu viel auf einmal machen wollen. Multitasking und so. Ne? Habe ich früher auch gemacht, heute mache ich alles, wie die Männer das auch gerne machen, eins nach dem anderen. Ist besser, ist bewussteres Handeln. Ja, da haben uns die Männer ein bisschen was voraus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja? Handeln wir nämlich nicht bewusst, werden wir gehandelt, behandelt, so behandelt, wie die anderen das gerne hätten. Und da brauchen wir uns nicht hinterher beschweren, dass sie uns schlecht behandeln. Entscheide dich bewusst für etwas Besseres, für dich, für deinen Weg, für deine Bedürfnisse, deine Befindlichkeiten. Fordere dort bewusst Rücksichtnahme, Respekt und Anerkennung ein, wo du das Gefühl hast, das habe ich verdient, das steht mir zu. Und wer es dir nicht geben will, auch nicht schlimm, dann gehst du da eben bitte nicht mehr hin. Und wenn es der Arbeitgeber ist, finde dich nicht damit ab, dich mit Respektlosigkeit und Nicht-Anerkennung abzufinden. Finde dich ab, nicht abzufinden, doppelt hält besser. Sondern öffne dich einfach für neue Alternativen, neue Varianten. Du musst ja nicht gleich kündigen, ja? Wenn du dich bewusst entscheidest, ich will mehr als das, was ich hier kriege, ich will Anerkennung, Respekt, ich will auch mehr Geld, steht mir zu, ich fühle das, orientiere dich neu. Jetzt gehen die Türen für diese Herzgeschichten auf, jetzt ist das begünstigt. Dann wirst du eine Alternative finden und dann kannst du dort sagen, Leute, ich habe was Neues, tschüss, ich gehe. Ja? Und dann fängst du was Neues an. Diese bewusste Entscheidung, um da die Energie reinzugeben, ist ultra wichtig, denn Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist Bewusstsein. Ich schenke einer Sache Aufmerksamkeit. Ich gucke genau hin. Ich bin bewusst, sehr klar, sehr konzentriert, sehr bewusst. Ja? Dort geht die ganze Energie hin und umso eher kann sich das materialisieren und wirklich reale Form annehmen. Du bist ein Schöpfer. Du hast Schöpferkraft. Du hast die Schöpfermacht, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest. Du bist kein Opfer der Umstände. Wenn du dich entscheidest, in die Tat zu gehen, Täter zu werden, etwas für dich zu tun, tritt für dich ein. Erwarte es nicht von anderen. Wenn du es nicht mal selber tust, warum sollten es die anderen tun? Fang du damit an, für dich einzutreten, für deine Seele, für dein Herz, zu sagen, stopp, bis hierher nicht weiter, ihr tut mir hier weh, tritt doch für dich ein, steh zu dir, ja? Geh in die Tat, triff diese Entscheidung ganz bewusst und dann äußere sie, gib sie nach außen. Erst dann werden die anderen sich danach richten, das respektieren, sich punktuell vielleicht auch ein Stück zurücknehmen. Manchmal kommt auch erst die Erkenntnis beim anderen an, die sagen dann, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass dich das so trifft. Ich wusste gar nicht, dass es dir so wehtut. Ich habe es gar nicht gemerkt, tut mir leid. Ja? Das alles kann erst passieren, wenn du für dich eintrittst und diese Entscheidung, wer du bist, was deine Befindlichkeiten sind, was du willst, was dein göttlicher Weg eigentlich ist, was deine Seele auch ausmacht, das musst du in dir finden. Und dann kannst du dich ganz bewusst dafür entscheiden, dann in die Welt blasen, dann antwortet dir die Welt auch so, wie es deine Seele glücklich macht. Wir sind anonym und das wird die letzte Beratung. Gleich kommt leichter Leben, es kommt keiner
mehr in die Beratung. Danach kommt ja auch noch Shop, das heißt, bis um 12 gibt es keine Beratung. Das ist die allerletzte Chance jetzt hier für dich. Noch hast du alle Möglichkeiten. Zweimal Reinigungsritual. Pa, wir machen Folgendes, die letzte Beratung. Ich kann dich mit in den Hintergrund nehmen. Engel hast du schon. Zweimal Reinigungsritual kriegst du so oder so versprochen. Und, wenn du willst, noch einen Chakrenausgleich oder eine der anderen Runden. So, jetzt aber. Also, mehr geht nicht. Ich meine, ich habe ja hier auch die Reichtumsdrachen und Frösche sitzen. Da möchte ich euch jetzt auch mal reich beschenken. Du kannst dir noch einen Lichtblick abholen oder eine Seelenbotschaft oder einen Chakrenausgleich. Du bekommst auf jeden Fall noch zweimal Reinigungsritual extra. Mensch, und die Zeit war so schnell vorbei. Einer schafft es ja auf alle Fälle noch. Und vielleicht kannst du der eine, die eine sein. Ich bin nächsten Donnerstag von 7 bis 9, nee Quatsch, von 7 bis 8 und 9 bis 10. Das nächste Mal ist keine Doppelstunde, 7 bis 8 und 9 bis 10 bin ich noch mal da. Die vorletzte Chance, dich fürs Reinigungsritual eintragen zu lassen, wenn du jetzt schon weißt, dass du da nicht kannst, mach's jetzt noch, noch geht ja was. Anonym, ohne dass dich jemand erkennt. Ich nehme dich sogar mit in den Hintergrund. Übrigens danke, danke, danke an euch alle, dass ihr da wart, dass ihr wieder dabei wart. Danke für euer Vertrauen. Für eure tollen Feedbacks auch, für eure Treue. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Wer hat es denn geschafft? Hallo, hier ist Tanja nochmal. Bleib Tanja in der Leitung. Ich möchte mich verabschieden bei allen anderen. Habt einen wunderbaren, gefühlvollen Tag. Wir haben ja Vollmondzeit. Seid gut mit euch. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss. So, meine Liebe, Tanja, Glückwunsch. Du triffst jetzt bewusst eine Entscheidung. Sowas von für dich.